user in your channel was kicked from the server. So. Es hat komischerweise extrem geruckelt. Fand ich sehr seltsam. Oh. Es sind schon einige Leute hier, die auf die Einreise warten. Damit ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, der Stream läuft flüssig, wie er flüssig laufen soll. Haben sich ja schon einige Leute hier zurecht eingefunden. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Einige haben sich schon richtig hier zurecht eingefunden. Da bin ich mal gespannt, wann die Tore hier öffnen. Bimmer Mio. Wer ist denn Bimmer Mio? Erstmal ein Hallo und herzliches Willkommen.
Ich bin Lukas, Beta-Leben. Ach, Beta-Leben. Ah, okay. Ein Hallo und herzliches Willkommen. Ich hoffe, es läuft alles flüssig. Ich hoffe, man hört mich gut. Ich hoffe, man versteht mich deutlich. Dann testen wir nochmal ganz kurz die Einstellungen. Okay, das Bild scheint auch, glaube ich, flüssig zu laufen. Aber ich will gerne Fenstermodus ohne Rahmen spielen. Aha. Läuft das auch noch flüssig? Ja, ne? Keine ausgelassenen Frames. Ich streame schon seit letztem Jahr Mai. Eigentlich, aber ich habe jetzt 4 Monate Pause gemacht. Okay. Perfekt. Ah, ich bin jedes Mal tierisch nervös, wenn ich streame. Mega nervös bin ich dann meistens. Also nicht wenn ich streame, aber vor jeder IC-Whitelist, IC-Einreise bin ich mega nervös. Bin mal gespannt, wann das hier losgeht und wie diese IC-Whitelist hier stattfinden wird. Ja, wir können ja mal mit einigen Leuten mal versuchen zu reden. Guten Tag. Guten Tag. Ja, entweder irgendwo in der Partnerschaft oder auf der anderen Seite des Gesetzes. Mal sehen. Ah, da haben sich ja schon direkt die richtigen gefunden. Die Dame und der Herr, sie reden ein bisschen mir zu leise. Dann komm doch mal näher ran. Ich bin schon. Hallo, wir wollen den Kreis ja groß halten. Ja, perfekt. Auch nur 1,50 eigentlich Mindestabstand. nein. Für was? Ist dir diese Krankheit hier noch nicht angekommen? Wovon reden Sie bitte? Ich weiß es auch nicht. Ja, da wo ich von eingereist bin, da braucht man 1,50 Meter Mindestabstand. Okay, ich gehe weg. Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, ich hab nichts. Ich gehe nochmal einmal im Kreis. Alles gut. Wir wurden doch alle getestet. Dann. Warum spielt ihr Corona aus? Warum? Warum spielt ihr Corona aus? Es gibt es hier in GTA nicht. Mein Gott. Ey, noch so einer, ne? Ganz schön viele AIDS verseucht die hier. okay. Ja, wahrscheinlich haben die alle von mir. Also, der Opa, der da hinten steht, der hat auch HIV. Also, steckt ihr im wahrsten Sinne des Wortes alle unter einer Decke. Gut zu wissen. Oh, guck mal, da kommt Luis. Was geht, Luis? Ach, Luis will, glaube ich, nichts mit uns zu tun haben. Ah, doch. Was geht ab, Luis? Ist er doch da. Ja. Ja, du gehst an uns vorbei. Ach, Quatsch. Herzlich willkommen. Kannst du mal gerne dazustoßen. Okay. Hier, komm. Ist das so? Aber wenn das eine Dame sagt, dann passt das auf jeden Fall. Das ist nicht so. Oh, guck mal, MK ist auch da. MK ist auch da. Ich verstehe mal. Zack, erstmal einen weggeschubst. Upsala. Wir haben sich alle schon die Tage vorher hier kennengelernt? Ja. Ja, so ein bisschen. Gestern so ein bisschen. Aber man hat sie schon mal gesehen. Woher? Sie sind Anwältin. Jein. Mal sehen. Anwältin, Staatsanwältin. Wohin mich der Weg treibt, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, sie sehen mit dem Aktenkoffer sehr wichtig aus. Dann bitte nicht mein Gesicht merken. Ist das ein Geldkoffer? Oder eine Geldaktentasche? Nee, das Geld muss mir erst noch überwiesen werden. Ich reise lieber sicher, ohne viel Bargeld in der Tasche. Wenn Sie den Kontodaten brauchen, ich habe welche. Das ist schön. Jetzt noch Ihr Passwort und Nur wegen den Überweisungen. Ah. Wie heißt das hier? Seppermandant oder sowas habe ich bestimmt auch, ne? Ja, stimmt. Ich glaube, die hat eher schon deine Haftbefehle in der kleinen Tasche drin. Hä? Wieso? Ja, Informationen sammeln von ich dem Vorhinein. Ich bin ein ehrenvoller Bettbürger. Ich bin doch kein Krimineller. Ja, ich will dir das ja auch nicht unterstellen. Aber wenn es soweit kommt, hat sie, glaube ich, für uns alle schon das passende Papier bereit liegen. Welches denn?
Klopapier. Den Haftbefehl. Warte, aber Leute, das ist AP. In dieser kompletten Welt gibt es kein Corona. Ich verstehe nicht, wie man, wie der Typ hier vor mir mit dem schwarzen Käppi das Coronavirus ausspielt. Es ist RP, das ist eine virtuelle Welt. Hier gibt es kein Corona. Ich habe auch noch ein paar Mandeln. Im Hals oder in der Tasche? Ich wollte gerade sagen, ja. Hier, die gab's doch mal Automaten da drüben. Mensch. Ja, mit leeren Magen soll man ja auch nicht reisen. Ne? Ach so. Nein, definitiv nicht. Ah, da hinten bewegt sich was hinter der Tür. Auf der anderen Seite. Putz. Oh. Da hinten, wo? Da steht wer. Oh, krass, Alter. Hast du eine Kamera in deiner Hut hinten, oder was? Ja, ich hab da hinten, das hat ich will auch sowas. Ich will eine Rückwärtskamera für meine Cap. Ja, ich sehe auch fürs Auto. Nee, das ist ja bestimmt versteckte Kamera. Was? Der hat eine Brille auf. In der Brille sieht er das. Bist du ein Cop? Wahrscheinlich erst das will ich mal durchgehen lassen. Und wenn, will ich auch so eine Cappy mit Kamera. Feuer. Was soll das trinken, ey? Eigenkreation. Ach, ich werf mir auch noch einen Sprung ins Gesicht. Roy, kannst du bitte aufhören, auf mich zu zeigen? Zeig doch gar nicht auf dich. Ja, jetzt nicht mehr. Oh, oh, könnte ein Bäuerchen kommen. Ich warne schon mal vor. Hi, was geht? Hi. Hallo. Moin, moin. Hey. Das ist einer von euch, wo ich hier was zu essen kriege. Und dann los, hau ja, raus. Du kriegst ja, entweder da drüben bei dem Mann was zu essen oder da im Automaten. Alles klar, danke. Bitte. Also aber ich folge dem Automaten. Auch mal, ich brauche was zu essen. Ich hol mir was zu trinken. Die Burger kannst du dir gönnen. Ich sag am Automaten, er wollte meint ja im Automaten. In den Automaten solltest du nicht reingehen. Warum nicht? Kann man schnell feststellen. Ich frage, ob er da wieder rauskommt. Hm, wenn jemand Geld reinwirft? Mahlzeit. Nun, ich habe schon mal einen Mandanten vertreten, der tatsächlich in einem Automaten hängen geblieben ist. Tatsächlich wollte die Firma von diesem Herrn dann Schmerzensgeld und Schadenersatz haben. Was haben Sie für ihn rausschlagen können? Für den Mandanten nicht. Ich habe tatsächlich die Firma vertreten. Oh. Ach man, aber wie war das für Sie moralisch vollkommen okay? Natürlich. Ich meine, dem Mann musste zwar der Arm abgesägt werden, damit der Automat weiter benutzt wird. Das war auch ein fairer Deal, oder? Haben Sie den Arm gegessen? Von wem musste der Arm abgesägt werden? Der liegt noch oben drin auf Reihe 07 für 10 Dollar. Wissen Sie, was lustig wäre, wenn das ein Keksautomat war, ne? Da gibt's so einen Spruch. Keine Arme, keine Kekse. Ja. Liegt der Arm da noch? Ich will da schließt essen. Sich der Kleister. Mal reingucken. Vielleicht liegt da ja ein Arm drin in dem Automat. Nee, da war ich schon. Da liegt leider kein Arm. Ich habe Hunger auf Arm. Oder was? Okay. Der Flughafenluft tut uns nicht gut, ey. Nee, wir sind, glaube ich, alle viel zu lange hier schon eingesperrt. Ja, das ist die Luft hier drin. Ich nur eine Stunde. Ach so. Ja, ich schon über eine Woche. Ja, ich wohne hier. Wo ist das Wohnzimmer? Also die Bänke sind relativ bequem, beziehungsweise die Couchen, wenn man mal ein Nickerchen machen möchte, so viel weiß ich schon. Ja, und die Tasche als Kopfkissen geht auch klar, aber nach ein paar Tagen tut es dann doch weh. Hat man immer Abdrücke von den Reißverschlüssen im Gesicht. Johnny, warum piekst du mich? Das stimmt. Falls es mir Spaß macht. Ey, nicht mein Sandwich, mein Sandwich. Hätte mir scheiße, wenn man einen Bart hat und man in dem Reißverschluss hängen würde. Meins. Besser, man sollte kein Vollbart haben. Meins. Ah, weg ist es. Die Hosen für mal bei einer Tasche. Nee, ja. Achso, ich dachte, sie meinen etwas anderes. Ich dachte, sie meinen die Hose. Das, so einen Fall habe ich auch schon mitbekommen. Ja, aber wenn man mit seinem Bart in der Hose am Reißverschluss hat, also... Falls sie etwas anderes einklemmen sollten, so meinte ich das. Ah, okay. Sag mal, warum sind sie alle so verletzt hier? Gunther. Boah, auf den ausgerutscht. Oh. Alle drei, oder was? Hallo. Das ist unglücklich. Costa? Kann das Lied nicht. Costa, du flüsterst schon wieder. Und die Polonaise? Ich kann das Lied nicht, keine Ahnung. Ich bin da hinten vom Brunnen ausgerutscht und auf die Bank geklatscht. Warum machst du denn sowas? Lukas, bist du noch da? Ja, das frage ich mich auch. Warum applaudierst du der Bank? Selbstmord begehen?
Ich habe da eine bessere Theorie. Kostas ist nämlich hier Versicherungsvertreter. Ah, läuft alles flüssig? Hörst du alles perfekt? Auch die anderen Mitspieler? Mittendurch. Du wolltest wieder irgendwem und die Polonaise. Und dann hat er dir eine gehauen. Nein, ich komme hier. Palli! Oh mein Gott, wie geht es dir, Palli, Palli? Eine wunderschöne. Ja, bestimmt. Ich mache jetzt eine Polonaise, klar. Palli, altes Haus, wie geht es dir? Wo treibst du dich rum? Jo, alles gut, perfekt. Wir allgemein. Echt? Das war sehr ich hab dich auch vermisst, ich hab deine Streams, deine VODs gesehen, die du auf Lucky gemacht hast, aber ich hab mich gefragt, wo treibt es dich jetzt hin? Das Mehrheitsgesetz entscheidet. Ich weiß, ich hab die Lucky Five, Streams gesehen, bist dann aber wieder ausgereist, weil dir das nicht so gepasst hat, wie es dir passen sollte. Ja, ich trainiere, ne? Da frage ich mich jetzt, wo du dich hintreibst. Ich bin in der Anwaltbranche tätig, ja. Wohin mich jetzt hier der Weg verschlägt, wahrscheinlich auch, aber man wird es sehen. Also wenn sie Anwalt werden wollen, also ihre Nummer berechnen, dann werden sie mal geben lassen, wenn sie wirklich Anwalt werden wollen. Gerne haben. Neuer Server vom Base. Ah, du willst auf den Basic-Server. Ah, verstehe, okay. 9813. Ja. Mal gucken, was der da auf die Beine stellt, aber erstmal konzentriere ich mich hier auf Sektor. 1-3. Der Name? Ist Robin Shark. Weil ich glaube, dass bis der Server online geht, das dauert wahrscheinlich noch mehrere Monate. Wo kommt denn alle her? Wer fängt an? Ich wieder eine Vorstellungsrunde, die hatten wir gestern Abend schon, ey. Ich muss mich warnen und habe ein Problem. Ich bin alkoholsüchtig. Was sind Sie? Kokainsüchtig. Oh, ich denke, es mein Beileid. Es gibt genug Bars und Parks hier. Na, hoffe ich. Okay, wenn niemand den Anfang macht, ich komme aus Washington D.C. Der Harry Anwalt, der ist für Hände essen und ist alkoholisch. Ich hab doch gesagt Chicago. Vielleicht bist du im falschen Flieger gestiegen. Das ist untergegangen, glaube ich. Ich komme aus Deutschland, Düsseldorf. Oh. Schon mal von gehört. Was ist Düsseldorf? Das ist eine Stadt? Ja, Düsseldorf ist eine Stadt. Eine Großstadt. Ja, eine sehr große Großstadt im Herzen des Ruhrgebiets. Gibt's da was Bekanntes? Was ist ein Ruhrgebiet? Kann man da rühren oder was? Wofür ist das Ruhrgebiet bekannt? Vor allem dafür dreckig zu sein, für Fußball, für Saufen. Echt, das klingt ja total... Für sehr, sehr Hallo? Viele Fälle, die man haben kann. Ey, red nicht so schlecht über das Ruhrgebiet. Mann. Ja, so schlecht ist das jetzt auch nicht. Es ist Düsseldorf auf ein großes Festivalgelände. Man muss schon Gefallen an der Hässlichkeit finden, um dort wohnen zu können überall. Haben die da nicht so einen Fernsehturm oder so etwas in der Art? Ich habe da mal so Videos gesehen. Ich meine, der Fernsehturm, den Sie meinen, ist wahrscheinlich eher in Berlin. Nee, Düsseldorf hat auch so einen Fernsehturm. Ich komme nicht viel raus aus meinem Büro, muss ich dazu sagen. Meistens sind es nur kleinere Fahrten hin zum Gericht oder tatsächlich zu irgendwelchen Ämtern. Oder zu Mandanten, oder? Ja, die Mandanten kommen zum Glück noch zu mir. Aber sie hatten bestimmt einen Fahrer, der sie überall hingefahren hat. Nein, tatsächlich habe ich keinen Fahrer. Ich bin nicht so versiert mit Autos und habe da so meine eigenen Probleme mit diesen Gefährten. Mit Autos kenne ich mich aus. Haben Sie einen Führerschein? Ich habe tatsächlich einen Führerschein, aber ich bin seit meinem Führerschein nie wieder gefahren. Warum haben Sie denn einen gemacht? Weil man jung, dumm war und dachte, man würde es ja irgendwann brauchen. Naja, aber warum dumm? Sie fahren ja bestimmt nur nicht aus Nächstenliebe zu den anderen, oder? Denen keinen Schaden zu fügen. Nun sagen wir so, wenn ich panisch Auto fahren würde, so wie ich es tun würde, dann wäre ich definitiv eine Gefahr für die ganze Umwelt. Also lasse ich es lieber. Echt? Also wären so eine Karen auf den Straßen? Ich fahre lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit Fahrrad. Okay. Mit Fahrrad klingt gut, aber öffentliche Verkehrsmittel würde ich works. Nee. Genau, wo ist der Bus denn interessiert? Gibt's einen Spruch, ne? Auch ein öffentliches Verkehrsmittel. Na, wenn es schnell gehen muss, steige ich schon in ein Taxi oder lass mich fahren. Aber wenn es nicht sein muss, dann am liebsten nicht. Der Fußbus fährt immer. Genau, und man bleibt schlank beim Laufen. Das ist wichtig. Ach, da ist jemand endlich. Ach, schlank kann man sich auch anderweitig bringen, ne?
muss man nicht nur rumlaufen. Ja, schwimmen. Ja, das ist aber teuer. Was? Wenn man sich schlank machen lässt. Jetzt los. Geht es schon los? Oh, die stellen sich schon an. Ja. Es gibt ja zwei Türen. Ich gehe rechts. Ich gehe auch zur rechten Tür. Ja, gute Idee. So typisch deutsch Schlange stehen. Okay. Wie oft mussten Sie in Schlange stehen? In Deutschland jeden Tag. Deutsche lieben Schlange stehen. Selbst wenn es keine Schlange gibt. So ist es leider. Na gut, geschlafen? Ja, deine Brüste waren bequem. Ja, sowas machen die Deutschen auch gerne. Naja, das ist... Ja, das ist deutsche Mentalität. Zwar stehen Deutsche gerne Schlange, aber wollen sich dennoch Plätze reservieren. Ich habe da einfach mal eine Doku mal gesehen. Ich glaube, die legen sich überall Handtücher dahin, ne? Kennen Sie die Raucherzone in Deutschland? Nö, aber ich habe gesehen, dass Deutsche gerne... Malte Kästchen. Kann mir einer man sagen, denkt ja, der warten, Rauch könnte aus diesen Kästchen entfliehen, die nur auf dem Boden gemalt sind. Ich habe gedacht, Deutsche machen so Handtuchdinger da. Also wir warten darauf, dass wir da durch die Kontrolle kommen. Servus. Kontrolle? Scheiße. Ja, irgendwas Illegales dabei oder was? Nö, eigentlich nee. Und dann? Lass mich auch nicht gerne anfassen. Leute, ich rede mit der Frau und alle reden dazwischen. Furchtbar. Boah, ich bin jedes Mal nervös vor jeder IC Wireless. Bin ich total nervös. Dann bin ich mal gespannt, Palina, wenn das online geht, was du dann dafür einen Job machen wirst. Ob wir Sugar Ray hier sehen oder Wade Tyson. Bin ich mal gespannt. Wade Tyson, Chief of Police. Wäre auch cool. Naja, besser schon sich hinstellen und warten und der Erste sein, oder? Das Problem ist halt, man weiß nicht, wie lange das hier alles gehen könnte. Ja, ich bin gespannt. Oh, diese IC Wireless, ne? Da bin ich jedes Mal nervös. Was zum... Okay, die andere Schlange hat sich wohl offensichtlich schon lieb. Ja, Costa boxt schon wieder rum. Sag mal, ist das ein Stimmverzerrer bei der Frau hinter mir? Guck dir das doch an. Wir sind schon drei Leute, die am Schwanken sind. Nee, vier. Hat das... Natürlich gehen die nicht als betrunken durch. Okay, wie gesagt, ich bin jedes Mal nervös, vor jeder IC Whitelist bin ich nervös, bis zum geht nicht mehr. Ich war es bei Lucky damals, als es an den Start gab, nervös, ich war bei Homestate nervös. Bei der IC Whitelist bin ich ständig nervös, weil die immer was anderes abverlangen. Und hier kenne ich schon zwar ein, zwei Streams von Sektor 5, aber mal gucken, wie die das hier machen. Ich lasse mich mal zukommen, mal gucken, welchen Bearbeiter ich hier bekomme. Steht noch, erst Fahrrad holen. Die Russen sind meine liebsten Mandanten. Warum? Okay. Ja, dann heißt erst mal laufen. Mal schauen, was die jetzt hier so vielleicht, weil Russen das meiste Geld haben? Schauen wir mal. Irgendwas wird schon kommen. Nicht unbedingt. Es können der gleiche Schlag Menschen sein. Oh. Aber die Russen sind wenigstens spendabel. Für gute Arbeit gibt's gutes Geld. Deutsche sind da eher knickerig. Sie meinen zum Beispiel sowas wie knickerig, oh mein Gott, das kostet so viel. Ja, genau. Dann lieber nochmal handeln. Weil jeder muss ja von was leben. Boah, also ich bin ziemlich nervös, ey. Das ist aber jedes Mal. Ich weiß nicht, woher diese Nervosität kommt.
Auf jeden Fall das hier. Moment. Das ist mein ehemaliger IC-Whitelist-Charakter von einem anderen Projekt, wo ich Supporter war. Der hat jetzt dort, sagen wir es mal, er kommt aus Washington, hat für Homeland gearbeitet, für die Immigration. Und der hat jetzt bei Washington in Washington gekündigt, will einen neuen Job haben, hier auf der Insel im PD oder FIB, je nachdem, wo ich angestellt werde. Und ja, bin mal gespannt. Eigentlich ist mir sehr gut gelungen, so wie auf dem letzten Projekt, wo ich war. Das war mein ehemaliger Einreise-Char. Da habe ich die Support in die IC-Whitelist gemacht, aber jetzt, wenn ich selber IC-Whitelist mache, bin ich immer tierisch nervös. Testen die jetzt alle ihre Einstellungen? E-Pose, genau. Das habe ich schon. Ich habe das alles schon ein bisschen belegt. Einige Tasten waren ja schon belegt. Ich rufe nochmal ganz kurz die Tastaturbelegung auf. Na komm. Wo ist die? Zur Sicherheit die Tastaturbelegung nochmal aufrufen. Warum habe ich jetzt das Fenster hier nicht? Ups. Scheiße, ich kann das Fenster hier nicht öffnen. Mist. Muss ich jetzt hin? Den Sektor 5 Discord öffnen. Sektor 5. Da. Refresh 5. Okay. Lass ich das mal offen? Die setzt sich natürlich erstmal auf den Boden, natürlich. Okay, wir haben nach 14 Uhr. Das müsste also bald losgehen, in 15 Minuten so circa. Bin mal gespannt, wie das hier ablaufen wird. Ich frage mich, von welchen Bearbeiter ich hier bekomme. Weil ich habe ja schon einige VODs gesehen oder Einreisestreams. Zwar nicht regelmäßig, weil ich wollte mich ein bisschen überraschen lassen. Ich habe einen Stream, letztes Wochenende gesehen. Glaube ich zumindest. Da war diese Glitter-Dame, die hatte einen ziemlich unhöflichen Typen. Oder, ich bin mal gespannt, was hier für Charaktere auf dem Server haben. Ich weiß, dass der Server sehr streng ist. Das weiß ich. Aber ich bin mal gespannt. Manche Stränge tut ist ja nicht schlecht. Können Sie mich alle verstehen? Ja. So positiv. Ja. Jetzt machen wir uns Folgendes. Alle, die mit der Herkunft aus Deutschland, ne, also die in Deutschland geboren sind, die stellen sich jetzt alle mehr von sich als links auf. Okay, die machen das wirklich. Alle, die mit der Herkunft aus Deutschland kommen, ne, die da geboren sind oder gerade den Flugzeug genommen haben, die stellen sich links auf. Oh, wie gut, dass ich aus Washington komme. Links von Ihnen oder links von uns? Na, von Ihnen aus, ne? Okay. Das ist mehr heute. Okay. So, auch für die neuen Kündige da in der Mitte, wenn sie aus Deutschland kommen. Alter, wie viele sind das aus Deutschland? Ich bin in den USA. Oh mein Gott. Wie cool. Gut.
Alle, die mit dem Geburtsdatum aus April. Viel Spaß, Pali. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Mit dazu. Was? Alle im April geboren, bitte mit noch links, ne? Alle im April geboren? Gut. Dann können wir noch dazu nehmen. Alle, die noch 1911 was vom Geburtsdatum stehen haben, die kommen mit noch links. 1900 irgendwas, sowas wie 1997. Bis zum... Okay, jetzt haben wir... Hi. Warum laufen wir denn jetzt hin und her? Ich glaube, das dauert noch. Verzeihung, könnten Sie das etwas lauter wiederholen? Wir verstehen Sie hinten nicht mehr. Könnten Sie das bitte vielleicht etwas lauter wiederholen? Man versteht Sie hinten nicht mehr wirklich. Na, dann gehen Sie es doch weiter, wir werden es zehn Post, ne? Geben, was die Dame oh mein Gott. Das soll durchgesprochen werden. Naja, jetzt wo wir so gut stehen, ne? Wir sind nicht bei der Essensausgabe. Bitte suchen Sie sich einen Sitzplatz, ne? Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Sie können sich auch setzen. Sie können jetzt plötzlich da. Ey, was tust du? Oh mein Gott. Sitzgrippe? Was ist denn mit der los? Ey, die ist ja cool drauf. Oh Gott. Ich zähle nicht dazu, wenn Sie essen oder trinken wollen, dass ich hier verhungern kann. Und es ist was zu essen oder zu trinken, wenn wir das haben. Oh Gott. Die ist ja cool drauf. Alle, die nach 1900 geboren sind, auf die linke Seite. Wir sind nicht bei der ersten Ausgabe. Oh, herrlich. Super. Moin, André. Setz dich zu mir. Moin. Gott. Wie gut. Herrlich. Ach, Jürgen. Ja. Das hat ja wunderbar geklappt. Alle, wie sich aber alle darüber gefreut haben, ne? Es ist keine ersten Ausgabe. Spricht da Werner? Nee, da war wirklich eine Dame. Ich glaube, die hat nur so diesen Akzent von Werner gehabt. Ich hab seinen Namen schon wieder vergessen, hab ein bisschen verdrängt. Achso. Gott, das war gut. Ja, aber alle haben sich schön Platz genommen, ne? Manche sitzen hier auf dem Boden. Gott, wie gut, ey. Ja. Das ist schönes RP, das gefällt mir. Ja, es kommt immer drauf an, was man noch so zu tun hat. Aber ich weiß, dass dieser Gebäudekomplex, der hier ist, das ist eine selbstgemachte MLO, glaube ich, weil den gibt es so gar nicht in GTA 5. Ich habe so viele Stunden in dem scheiß Hocker da verbracht. Herrlich. Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz an die Tür, meine Katze möchte rein, Moment. So schwierig. Warum setzt ihr alle? Oh jo, wenn du was mitbringst, wäre nett, ne? Ach ja. So. Oh, mal eben kicken, geh mal kicken. Frage ist, warum stehst du? So. Bitte? Ob ich wohl sitze, oder? Das VOD, also das Einreise-VOD, wird es heute definitiv noch auf YouTube landen. Bis es aber verarbeitet wird, ja, dauert dann wahrscheinlich, dann werde ich das morgen wahrscheinlich freischalten. Wir sind hier keine Marionetten, ne? Stopp, warte. Was möchtest du denn haben? Möchtest du einen Burger haben? Ja, wird dann haben? $50. Okay. Jetzt kommt die Dame wieder. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Boah, das war aber gemein, du. Bucherpreise hier. Ich mach's für 49. Das Herzblatt ist wieder da. Ich glaub, die muss man auch verletzen. Unterwegs, du. Die da hinten keine, das ist ja unangenehm. Zügigen Gang hat sie aber hier, ne? Oh Gott, die war ja wunderbar, die Dame. Die war ja lustig. André, gib mal her den Lachs. Naja. Am Ende ja egal, ne? Dank, ne?
Ja, nicht mehr schwer. Ich bin mal gespannt, wie das EC Whitelist hier ist. Okay, hätte sie ein bisschen zu schnell geputzt. Mein Gott, die war aber schnell auf Töpfchen. Ich glaube, die zählt die Leute. Weil bis 16, nochmal 45, wann habe ich denn die ersten Zahlungen erhalten? Ich glaube, vor ein paar Minuten? $45 Sozialhilfe. Okay. Muss ich gleich mal auf mein Konto schauen. Die macht ja voll den Kontrollgang, ey. Ja, du hast einfach hinten vergessen zu kontrollieren, Schätzchen. Ah, jetzt guckt sie da durch, okay. Grüß die Jungs da hinten nur. Alter. Dieses Whitelist, ne? Das wird... Oh Gott. Äußerst wild. Das wird sehr, sehr interessant werden. Jo. Ein bisschen zu viel. So. Die beste Idee war auf jeden Fall die mit dem Geburtstag von 1900 irgendwas. Ja, das war wirklich gut. So, was gibt's denn Neues? Also ich versuche noch einen Streamingplan so zu machen, dass ich gucke. Wenn ich spielen möchte, weil ich habe immer abends bin ich in einem Stammdiscord. Wo ich dann ein bisschen Zeit verbringe mit Leuten. Und ja. Dann was? Also abends. Ach ja, stimmt, genau. Versuche ich auch RP zu machen, natürlich, aber. Ja, schon. Das ist schon so lange her, deswegen kann ich mich da nicht mehr so dran erinnern. Also abends versuche ich auch RP zu machen, natürlich, aber ich konzentriere mich erstmal tagsüber drauf. Ich will die Insel mal ein bisschen erkunden. Ich will gucken, was hier Sektor 5. Alles aufgestellt hat an MLOs und. Ich bin gespannt. Danke nochmal für die Sprite oder die Fanta. Sprite? Da heißt der Sprung. Da habe ich mal einen gut bei dir. Na klar. Jetzt sag mal, ist da dein Koffer neben dir? Ich dachte, du hast dein Gepäck vorgeschickt. Ich habe mein Gepäck vorgeschickt, das ist nicht meiner. Da kommen schon die Ärzte. Das Gepäck am Flughafen. Kofferbombe. Ich bin schon gespannt, was das hier wird. Ich lasse mich überraschen. Ein bisschen kenne ich schon, was man machen muss, aber ich lasse es auf mich zukommen. Ich bin echt gespannt. War das nicht Kenny? Jo. Weiße Mütze und Badeschlangen, ja. Boah, ich habe mich die ganze Woche nur drauf gefreut, endlich hier am Flughafen zu sein und gewitelistet zu werden. So. Und wenn dieses Mikrofon activated, Mikrofon muted hört, das ist für mich eine persönliche Sicherung, dass ich weiß, dass ich IC gemutet bin. Auch wenn ich unten neben der Karte, das heißt dieser weiße Strich, angezeigt bekommen, dass ich IC gemutet bin. Für mich ist das einfach eine persönliche Sicherheit. Ich brauche einfach diese gewisse Sicherheit, dass ich IC gemutet bin. Ich möchte IC nicht OOC reden. Also Incorrector OOC, Out of Corrector. Das ist mir immer persönlich wichtig. Ich kann von hier schon den Bus da hinten stehen sehen. Da kommt sogar noch. Darum hört man ab und zu dieses Mikrofon activated, Mikrofon deactivated. Kann ich nicht sehen. Was? Muss ich gucken. Was? Da hinten schon. Oh, nee, da draußen. Aber da stehen eine Menge Leute da hinten. Ja? Ja, Leute, es gibt noch nichts. Die Einreise beginnt erst in 10 Minuten. Meinst du, das ist der Bus?
Na, da kommt der nächste Supporter, IC. Wie geht's dir? Weil die ja von oben runterkommen. Also auch wenn wir, ich weiß mittlerweile aus eigener Erfahrung als Ex-Supporter eines Servers, was für eine Arbeit das ist. Schreit ihr denn so? Und ich muss sagen, die Erfahrung war schön, aber ich mach so eine Erfahrung mache ich nicht nochmal. Supporter zu sein und das eigene RP auf der Strecke bleiben, nee, das mache ich nicht nochmal. War eine schöne Erfahrung. Ansichtsweise, andere Sichtweise, aber nochmal mache ich diese Support-Erfahrung nicht mehr. Also RP-technisch. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich mal keinen Bock auf RP habe und vielleicht. Oh, die spielen Fangen, wie süß. 5 Euro, dass der Weiße gewinnt. Wieso sagt er 5 Euro? Das sind Dollar. Wir sind hier in Amerika. Einiges immer noch nicht gerafft haben, ne? Viele sagen natürlich aus Gewohnheit Euro, aber sagt Dollar. Ihr seid hier GTA, ihr spielt hier GTA, ihr seid in den Vereinigten Staaten. Das heißt Dollar, nicht Euro. Aber du kannst mir vertrauen. Kannst mir ruhig dein ganzes Geld geben. Mhm. Bei mir ist das sicher. Ja, ganz sicher. Wenn du willst in Gold, wenn du willst. Ich guck mal ein bisschen, was auf Twitter los ist. Auch in Luxuskarossen oder so. Ich mach das schon. Nicht viel. Johnny hat überall den Connection. Aber ich habe irgendwie mega Probleme gerade hier so durchzuscrollen. Normalerweise habe ich keine Probleme, Twitter im Hintergrund zu öffnen und dabei zu streamen und zu spielen. Alles klar, in 100 Millionen Jahren haben wir das dann. Ja, sie war soweit. Ziehen's und ziehen sie ziehen's und ja, ne? Was ist denn das für eine Mucki bevor... Ach so, Schande. Es nähern sich Leute. Ich kann das spüren. Wo kannst du das denn spüren? Deinen Eingeweiden oder was? Echt? Ich auch in deiner Sonnenbrille. Daher wusste ich das. Ich bin gespannt, ey. Okay. So. Aber wir haben diese Karte hier. Weil die ist nicht von mir installiert, diese Postal-Karte ist nicht von mir installiert, die ist von vom Server aus installiert. Weasel News? Ja, warum ist denn Weasel News jetzt doch hier? Naja. Ich dachte, Weasel News wäre damals angekündigt worden hier oben in Vinewood. Ja, ich hoffe. Das Wetter bleibt so. Interessant. Ich lasse mich. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal ein paar Jobs machen. Wir müssen was dazu verdienen. Dass ich mir ein Auto leisten kann, erstmal. Aber erstmal gucken, was es hier so IC gibt, ne? Ich weiß nicht, ich weiß noch gar nichts. IC über die Jobs, ich weiß noch gar nichts. Wie das. Weißt du denn, dass wir den Boarding-Pass direkt schon in der Hand halten müssen? Oder müssen wir den erst? Ich bin mal gespannt. Lass mich mal überraschen. Aber hier tauschen schon einige Nummern aus. Ich werde das erst später machen. Ja, ich vertrete mir nochmal kurz die Beine hier. So. Dann wollen wir mal gucken, was Sektor 5 für uns bereithält.
Aber ich bin auf jeden Fall sehr nervös, ey. Mal gucken. Hier rumzustehen? Ja, sicher. Ja, es kribbelt mir auch schon in den Fingern. Aber dafür, dass das noch ein Rage-Server ist, das ist mega. Ich glaube bei Rage MP kann man halt beliebig viele MLOs reinknallen. Darum ist das Server wahrscheinlich auch so beliebt, weil. Nein, Mann, ich spiele das Spiel. Weil viele Server haben halt nur wenig MLOs. Vor allem bei ALV. Ja. Das bringt mich nur auf den Palme, dieses Scheißspiel. Hallo Prinzessinnen, wie geht's euch? Bitte hallo, neu angekommen, ja. Ach du heilige Scheiße, eine Zombie-Herde. Ja, schnell weg, ja. Ach du Scheiße. Ja, ne. Ich hab euch vorgewarnt. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, ne. Sehe ich heute besonders gut aus? Warum kommen die denn alle? Ich glaube, wir haben Zucker in der Tasche, hä? Zucker? Was ist denn Zucker? War Zucker? Muss dem denen ein bisschen Getränke geben. Ja, ich will mich auch mal umschauen hier. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Ey, du hallo, da. Die Dame. Was denn? Nee, nicht du, der neben guten dir. Abend, guten Tag. Ja, willkommen in Los Santos. Willkommen in Los Santos. Dann klappen wir was zu essen. Hallo? Können wir alle hören und verstehen? Ihr Megafon ist. Schwierig, ihr Megafon ist komisch an. Hallo, guten Abend, guten Tag. Ich grüße Sie. Was geht? Eine Scheiße. Hey, wie geht's dir? Verdammt, bei mir ist auch immer alles cool. Was? Warum hat er mir jetzt einen Joint gegeben? Was? Ey, wie geht's? Bitte? Hört ihr einen Joint? Ich bin Joint. Okay. Hast du schon einen für dich gefunden? Das ist keine Racist, würde ich mal sagen. Ich bin noch nicht ganz sicher. Dann schmeißt mal weg, da kommst du nicht rein. Ja, nur aber. Mal ein bisschen dran gezappelt und kontrolliert, ne? Das können Sie nicht verstehen, ne? Jawohl. Nicht gut. Ja. Nope. So, hier gibt's nichts zum Sohn. Und wenn ich das nochmal sehe, dass ich hier wie aus dem Präsentierteller stehe, dann kommen Sie auch noch nicht rein. Also, Sie wird keiner bevorzugt behandelt. Nehmen Sie wieder Platz. Dauert noch ein paar Minuten. Was zu essen für mich hat mit bevorzugt behandelt. Gib dem nichts zu essen. Ja, ja. Verdammte Scheiße. Vom Cindy krieg ich immer den Pfiff, Mann. Ich hätte mal wieder Lust auf was Festes. Für mich? Okay, die suchen sie sich wirklich aus, die Spieler. Wenn die reinnehmen. Burger. Ich weiß nicht, ob ich das haben will. Den lass ich sofort rein. Verdammte Scheiße, säust du schon wieder? Was ist das denn? Oh nein, da ist eine Reisebeamte. Ich brauch das aber auch nicht. Nein, ich will das nicht haben. Nee, ich hab's schon weggeworfen. Okay. Die fette Sau. Kann mir schon denken, worum es ging. Oh Gott. Ja. Da ist der eine. Da ist eine. Ja. Das hab ich mir schon gedacht. Richtig. Die Frage ist, woher hast du das? Na klar. Boah, ich bin nervös, ey. Oi. Klebt es so am Bodypass, ja? Er ist schon am Taco futtern. Ey, das ist ein Chicken Wrap, Digga. Also, das sah von hier aus wie so ein Taco. Na gut.
Ach komm, was geht denn hier ab? Du. Die suchen sich wirklich die Leute aus? Krass. Specki, guck mal, hier ist wieder ein Pop-Top gefallen. Erstmal aufgeschrieben, Finger runternehmen. Was ist denn los? Nimm ihn runter. Alter, was ist das hier? Ich bin mal ganz schön gespannt hier. Viele haben Rucksack, viele haben eine Rückentasche. Jetzt ist besser. Aktenköfferchen. Wolltest du mir gerade notieren, aber. Was zucken oder was? Ja, manchmal habe ich so einen leichten Nervös, ne? Vermutung. Ja, ja, ja. Richtig. So, ganz kurz. Aktion. Ja, ja. Was willst du wissen? Okay. Warum ist denn der alte Herr neben uns so still? Ich weiß es nicht. Na, die suchen sich die Leute selber aus, okay. Muss ich halt eben warten. Ich bin aber sowas von. Oh, mit 33 schon graue Haare? Ach so. Ah ja, jetzt, ja. Er macht ein Foto. Sehr gut. Ich darf da ja eigentlich gar nichts sagen, ich habe ja gar keine. Oh. Ja, da geht's dir ja wie mir. Ey, du. So, alle, die 1970 geboren sind, die Klasse. Ja, was ist mit 1970, dir? Alter, die ganzen Verein, Mann. Dürfen natürlich als erstes. Was willst du denn hier? Du hast eine ziemlich tiefe Stimme, Mann. Alle, die 1970 geboren sind, können zu mir kommen. Kommt das vom Saufen oder was? Wir haben Thrombose, die brauchen noch einen Moment, bis sie aufstehen. Es kommt vom Lutschen. Das war nicht schlimm, komm mit rein, Meister. Ja, weißt du was? Weißt du, ich nehme dich mit in meine Gruppe, komm. Sie können auch da bleiben. Aus der Gruppe? Kriegst du auch ein Lamborghini? Was zum... Vom vielen Lutschen? Ja, aber dein frischer Spruch, der mich beeindruckt. Ich bin artig. So, alle, die was Grünes tragen, die können auch herkommen. Die was Grünes tragen. Ah, okay. Ich hab ne Rot-Grün-Schwäche. Noch immer mehr Leute, ne? Obwohl, ich glaube, kein Grün habe. Oh Gott, ey. Du darfst dich wieder hinsetzen, ich mag dich nicht. Ja, dann sitze ich halt hier. Dann lesen wir uns hier was Grünes an. Ja, dann heißt es was Blaues. Guten Tag. Hallo, ist das auch noch Ihre Schwester? Nein. Nein, wir sind nicht miteinander verwandt. Aber Sie kennen sich. Ja, wir kennen uns tatsächlich. Ich habe mich gestern Abend schon mal was Freches gesagt hat. Ich kann mitkommen? Ja, sie zwei kommen schon mal mit mir. Oh, okay, alles klar. Immer dieser Vorlaute. Beruhig dich. Kommt Zeit, kommt Rat. Uiuiui, das glaube ich, das kann ein bisschen dauern. Und die Einreise geht nur bis 16 Uhr. Oder ab 16 Uhr werden, glaube ich, die Gates geschlossen. Hey, Johnny, Namensvetter, hey. Du meinst, mich zu euch dazu stellen, hinzustellen, oder wie? Bin mal gespannt. Ja, warum nicht? Oh, danke, danke. Deine Brille ist nicht so verkehrt. Ah, den habe ich da hinten im Laden gekauft, da. Ah. Ach, ich bin noch knackig. Ja, finde ich gut. Ich werde erst um 6 Uhr hoch. Keine Ahnung, was ich wollte. Oh Gott, ey. Ja, noch denken. Das wird echt extrem krass, ey. Dauert zwar nicht lange, aber.
Also ich werde immer nervöser, das merke ich gerade. Hey, wir sind gleich alt. Sollte ich jetzt noch mitkommen oder sollte ich sitzen bleiben? Ich guck mal ganz kurz. Das nicht der Louis? Alter Falter. Oh, die trägt sogar eine Handtasche. Und was anderes. Ja, ich weiß so. Nicht schlecht. Nein, ich glaube, ich lasse es. Was sagen wollte, ja, die sind ein bisschen streng. Das ist logisch. Das sieht man ja auch im Discord, wenn die einen Bann ausschreiben, dann. Ja. Ich finde eigentlich diese kleine Strenge gar nicht mal so schlecht. Die wollen halt eben. Wie heißt es? Das Beste auspflücken. Also auslesen. Wie eine erlesene Weinernte oder so etwas ähnliches. Die Strenge ist gar nicht mal so schlecht von Sektor 5. Aber ich sehe schon, ich muss gleich die Taschenanimations. Ja, muss ich auch nachher machen, damit das wirkungsvoller ist. Bin mal gespannt. Da hinten steht das medizinische Personal. Also einiges habe ich schon mitbekommen. Aber. Ich habe so wenig Einreisestreams gesehen. Ein, zwei vielleicht, aber das war's dann auch. Bin mal gespannt. Alle sind sie sehr nervös. Ich meine, jeder gibt sich Mühe, RP abzuliefern, um die IC Whitelist zu schaffen. Gruppe Hart. Weil man soll ja RP zeigen, dass man wirklich Wallplay kann. Das ist halt eben wichtig. Das ist der Hausmeister. Oder der Chef. Mal gucken. Der schaut sich hier noch schön um. Und da ist sie mal mit dem grünen Oberteil. Die hätte da locker durchgehen können. Hätte ich jetzt auch was Grünes angehabt, hätte ich jetzt auch durchgehen können. Aber ich habe ja schwarz. Bin vollkommen schwarz angezogen. Da kommt der Captain persönlich. Der Captain eines Flugzeugs wahrscheinlich. So, also so wie ich das OOC in dem Stream gesehen habe, ist das glaube ich ein Captain. Er hat diese, oben auf der Schulter diese Abzeichen. Vielleicht ja einer der Airliner. Also das ist ein Airliner. Genau, wie gerade jemand gesagt hat, einer der Airliner. Ein Flugcaptain oder eine Stewardess. Steward.
Bin mal gespannt. Der ist am Tablet. Interessant. Der ist ziemlich nervös da mit der Cappy, wie er da steht, mit den Händen verschränkt. Die machen ein Sitting. Aber ich hoffe natürlich, dass ich es bis 16 Uhr hier durchschaffe. Weil wir streamen jetzt genau seit einer Stunde exakt. Vor genau einer Stunde habe ich angefangen. Vor einer Stunde und 5 Minuten. Und jetzt sind wir schon mitten am Flughafen. Ich bin mal gespannt. Okay, der hält sich die Hände hoch, weil er gerade nicht hören kann. Moment. Okay. Hallo Waffy, wie geht's dir? Ein herzliches Willkommen. Der hat immer noch TS-Probleme, okay. Ich bin noch IC gemutet, perfekt. Guck mal. Da irgendwas, was läuft hinter mir? Ich hab da hinten was in der Scheibe gesehen. Irgendwas Blaues. Das willst du. Okay, ich dreh mich nicht auf. Genau, reg dich nicht auf. Okay. Ach, der macht doch beim Sitting mit, oder was? Alter Falter. Also irgendwie wirken die auch ein bisschen hier. Man könnte doch Leute, die schon durch die Sicherheitsbeschränkungen da gekommen ist, schon mal in so ein Büro einschicken. Das wäre ja schon mal eine Alternative. Weil, die haben, glaube ich, so, wie viele Büros haben die hier? 1, 2. Ich glaube, die haben 4 oder 5 Büros hier. Oder 6, glaube ich. Wenn man die schon reinschicken könnte, dann würde man natürlich da hier, wie heißt das, na komm. Dann könnte man die nächsten vor die Sicherheitsschleuse stellen. Wäre praktisch. Wollen so viele einreisen? Oh ja, Sattelpunkt. So viele wollen einreisen. Das ist unglaublich, wie viele hier noch sind. Und ich glaube, diese IC-Whitelist ist ein bisschen anders als andere IC-Whitelists. Ich finde es cool, dass die da so noch so ein Privatjet hingestellt haben mit einer offenen Luke. Finde ich super. Sektor V-Fluge. Ich bin mal gespannt. Also wenn ich es hier durchschaffe, dann werde ich mir mal die Insel mal in Ruhe angucken.
Aha, die ersten sind schon im Büro. Ist das ein Hardcore-Projekt? Soweit ich weiß, ja, weil die sind ziemlich streng. Also, ich nehme an, die sind, das ist wirklich ein Hardcore-RP-Server, weil die sind wirklich sehr, sehr streng. Das hat man in der Vergangenheit da schon gemerkt, was für Berichte da schon kamen, ne, von dem Server. Der eine hält die Hände hoch, jetzt die anderen auch. Okay. Hä? die sind schon sehr, sehr streng. Das merkt man ja einfach. Die sprechen, die sagen auch, die erzählen ja auch, warum jemand gebannt wurde in ihrem Discord, ne? Das haben die auch reingeschrieben. Aber für mich ist das schon ein Hardcore-RP-Server, denke ich mal. Echt nicht? Dieser Server ist exakt zur gleichen Zeit online gegangen wie Home 5. Exakt der gleiche Tag, 3.10.2020, ist dieses Projekt genauso gleich online gekommen wie Home 5. Okay, wir haben jetzt 15 Uhr, jetzt habe ich $45 bekommen. Wann habe ich die letzten Dollar bekommen? Auch, glaube ich, vor einer halben Stunde, glaube ich. Jetzt bin ich mal gespannt, was die da im Räumchen machen. Die machen einen Kreis, okay. Oh ne, die setzen sich auf. Was machen die denn da? Ich weiß es nicht. Erst haben sie sich in den Kreis gestellt, jetzt stellen sie sich irgendwie. wie alle den Typen danach machen mit den Händen hoch. Oh Mann. Kreis-RP, wupp, wupp. Ja, also die setzen sich alle. Dann erzählen die was von dich. Huch. Stream Elements. Oh, ich habe den Subgoal noch auf 100 eingestellt. Stimmt. Den Subgoal hatte ich auf 100 eingestellt. Weil ich wollte, mit 25 wären die nächsten Emote-Slots eingeschaltet. Ah, okay. Ja. Hallo, Peter. Ab 25 Subscriber wäre der nächste Emote-Slot freigeschaltet. Ah, okay. Das beste Kreis-RP hätten wir auf Till. Auf Till? Naja. Ja, auf Designated, bevor wir ins PD gegangen sind. Ja, ich war gestern Abend noch ganz kurz mit raus, habe ich halt auch so ein paar Leute kennengelernt. Okay. Zum Beispiel eben Louis. Denken. Perfekt. Ja, war anscheinend Full House, als ich nochmal rüber bin, hab mir erzählt, hey, hier waren gerade mindestens 12 Leute, sag ich. Oh. Ich hab's auf die 7 gelegt. Mann. Tut uns aber leid. 7 war Sitzen und 8 war Sport. Wie viele Leute sind wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, nee, doch. 24 Leute noch hinter der Absperrung hier. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Die nächsten sind auch schon im Büro verfrachtet worden. 2 Leute, die das hier machen. Hui. Ich finde das echt nicht. Also ich finde das, was ich schon von den Videos auf ihrem YouTube-Kanal gesehen habe. Fand ich richtig, richtig schön eigentlich. Die ganzen Maps, die sie gemacht haben, das Gemappe. Aber wo ich mich jetzt gerade auf der Karte wundere, warum Weasel News jetzt doch hier ist. Warum ist Weasel News hier in ihren VODs? Also in ihren Videos haben die auch Weasel News hier oben angezeigt, im Weinwood.
Da wundere ich mich jetzt ehrlich gesagt. Normalerweise war das Wiesenlos hier ja in Vinewood. Jetzt haben die sie doch an den üblichen Platz hingelegt. Warte mal, ich guck mal eben kurz auf die Karte. Ist das FIB vorhanden? Nee, hier ist Life Invader. Echt jetzt? Tasche in der Hand. Tasche im PT. Was haben wir hier hinten? Southside Records. Was ist das hier? Zulassungsstelle. Ich, warte mal, ich muss auf den Flughafen fahren, um eine Zulassung zu machen. Okay. Garage. Self-Storage. Oh, das Casino wird bespielt. The Diamond. Also ich freue mich da schon alles zu erkunden. SecureSurf. Aber war ich bei Life Invader nicht hier Lizenzabend? Was ist das I? Immobilien. Aber Life Invader? Das verstehe ich nicht. War hier beim Life Invader war doch das gemappte FIB drin. Oder warum, was ist jetzt hier? Schwarzwasser Cloud. Huch! Neuer Follower. Finny, danke schön für deinen Follow und herzlich willkommen. Okay. Offenbar sind die Alerts gerade sehr laggy. Moment. In-game Alerts. Aktualisieren wir nochmal eben ganz kurz. So. Regeln wir das nochmal eben. Ach, du heißt Finny Sheet. Ach so. Die letzten Buchstaben werden nicht angezeigt. Okay. Ja, ich merke schon. Okay, ich muss offenbar leider Dings abschalten. Mein Fire. Okay, jetzt läuft es noch flüssiger, weil ich Dings abgeschaltet habe. Mein Browserfenster. Oh. Okay, Twitter muss dann im Hintergrund immer offline bleiben. Geht nicht anders. Trigger ich jetzt nochmal den hier. Trigger das nochmal ganz kurz. Klar darf ich das. Okay. Getriggert. Da darf ich einfach irgendwen erschießen. Klar. Jetzt läuft es wieder ein bisschen flüssiger. Jetzt, wo ich das Ding abgeschaltet habe. Das heißt, ich muss Dings doch wohl im... Oh, ja, habe ich keinen Bock für, das im Dings-Modus zu spielen. Hier. Ich würde das gerne im fensterlosen Rahmen-Modus spielen. Also im Fenstermodus spielen und nicht im Fenster... in der Vollbildansicht. Möchte ich einfach nicht. Jetzt ist es noch flüssiger, ich sehe schon. Triggern wir jetzt nochmal aus Test, einfach nur aus Test nochmal triggern. Tatsächlich. Okay. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich, dass ich es in meinem Vollbildmodus laufen lassen möchte. Obwohl ich das gerne im Fensterrahmenmodus spielen möchte. Mann. Dann brauche ich wohl doch eine stärkere Grafikkarte. Und einen anderen Prozessor. Aber dafür Geld auszugeben. Boah. Aber Finishit, danke schön fürs Folgen, auch wenn dein letzter Name ein bisschen gesternchen wurde. Na, hilft nicht, ich muss es dann wohl immer im Vollbildmodus spielen. Auch wenn ich das eigentlich nicht machen möchte.
Aber ich werde noch die perfekten Grafikeinstellungen finden. Die werde ich noch finden. Abbrechen. Mann, nein. Also ich brauche noch dringend den dritten Monitor, ja. Dann kann ich OBS permanent da oben laufen lassen. Was macht der nicht alles im Kreis? Weil ich brauche wirklich, wenn man RP-Streamer oder RP-Spieler ist, dann braucht man wirklich mindestens 3 Monitore. Einmal fürs Spielen, einmal für eventuell OOC-Shit, also quasi Funkcodes, Tancodes oder sonst was. Und einmal für OBS. Also man braucht mindestens 3 Sachen. Eigentlich möchte ich gerne den Fernseher, der hinter mir da verstaubt, den würde ich so gerne anschließen wollen. Dafür brauche ich aber eine gescheite Wandhalterung. Also um 16 Uhr ist Einlassstopp, ne? Da bin ich mal gespannt. Da noch drankomme, weil ich freue mich eigentlich schon die ganze Zeit wie Bolle drauf, hier das Whitelist hinter mir zu bringen. Wie gesagt, das ist ein komplett neuer Char, den ich hier spiele. Ich bin mal gespannt, wie der sich hier so durchschlagen wird auf dem Server. So. Weil ich liebe es eigentlich im Fenstermodus zu spielen, im rahmenlosen Fenstermodus. Dann kann ich immer mit der Maus rausgehen. Dann kann ich immer bei OBS noch was nachgucken. Aber diese perfekten Einstellungen zu finden, ist echt nervig. Wie die alle da hinten stehen, ey. Na komm schon. Ach ja. Das dauert wohl wahrscheinlich noch ein bisschen. Weil um 16 Uhr werden die Gates geschlossen, das weiß ich. Aber ich weiß ja nicht, ob die dann immer noch Whitelist machen. Bin gespannt, lass mich überraschen. Dum 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 dum. Ich könnte jetzt eigentlich natürlich auch Musik abspielen, aber ich bin nicht so der
der Typ dafür, der Musik im Hintergrund abspielt, vor allem weil Twitch ja neue Richtlinien hat, ist es bei mir ein bisschen leiser und stumm. So, mal gucken, wann es weitergeht. Arbeiten da gerade die 6 Leute ab, ne, oder? Das sind 6 Leute, die da sitzen, ne? Ja, 6 Leute. Die drei da machen sich schon Freunden, genau wie der Kreis dort. Und der Rest ist hier verteilt, ganz brav. Du. Aber okay, das dauert natürlich sehr, sehr lange, ne? Die Gespräche. Wenn jetzt wenn jeder so viele Leute, 6 Leute, 6 Personen hat, dauert es natürlich 45. Okay, ich bekomme alle 15 Minuten $45. Verstehe, okay. Aber wenn hier 2 Supporter stehen, ne, dann hätte man ja schon noch. Aber die haben, glaube ich, so wenig Räume. 1, 2. Okay, wenn da jetzt überall 2 Supporter sind. Das dauert. Aber seien wir mal geduldig. Genau, setz dich vor dem Stuhl hin. Wo ist eigentlich der Typ, mit der gesagt hat? Ah, der hier. Der da. Mit der roten Cappy hinten drauf. Der hat gerade das Coronavirus ausgespielt. Hier auf dem Server. Warum macht er das? Habt ihr alle einen Test gemacht? Bringt ihr auch diese komische Krankheit her? Da, wo ich herkomme, gibt's die. Warum macht er das? Der mit der roten Cappy hier. Der den Rücken zu mir zeigt. Warum? Das muss nicht sein. Alleine wenn er das jetzt sagt, ne? Naja, bei den Medizinern dahinter, dann ist er schneller vom Server runter. Jetzt bin ich mal gespannt. Offenbar ist die Gruppe hier fertig, oder? Ja, wir sind offenbar fertig.
Der ist besoffen, offenbar, oder was? Die Gruppe scheint auch fertig zu sein da hinten. Das heißt nur warten, 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 ne? Ich wäre gerne unterhaltsamer, würde gerne Musik abspielen, aber wie gesagt, ne? Twitch. Twitch, YouTube. Und dann kommt dieses Video hier noch auf YouTube hochgeladen. Und mal gespannt. Was machen die da im Raum? Hier ist was los auf dem Flughafen. Ach ja. Sie unterhalten sich, also offenbar. Okay. Die Gruppe da hinten scheint fertig zu sein. Das heißt, sie werden jetzt in die Stadt gefahren wahrscheinlich. Halten die Hände hoch, das heißt, die haben gerade TS-Probleme, der eine zumindest. Oder er versperrt den Leuten den Weg. Was ist denn jetzt los? Boah. Was? Ja, ne, warten macht immer Spaß. Okay. Hat eine Fehlermeldung gehabt, komischerweise gerade. Aber es scheint alles in Ordnung zu sein. Okay, gut. Boah, hatte ich gerade einen Schrecken, ey. Einreisen, ne? Kann schon schwierig sein. Entschuldigung. Natürlich könnte ich mich doch mit den Leuten unterhalten, aber ich möchte schon ein bisschen jetzt auch ein bisschen RP haben, ne? Ein bisschen. Lal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 
Ach ja. Aber ich versuche heute noch definitiv durchzukommen. Irgendwie. Weil ich möchte nachher noch einkaufen gehen. Bevor 2 Tage Feiertag sind. Muss ich auch noch machen, weil wir haben jetzt kurz vor Ostern. Und ja. Bin mal gespannt. Wann ich durchgelassen werde, weil die anderen warten sicherlich auch hier alle schon. Dum, 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 dum. Achso, da war ein Tisch, worauf er sich hingesetzt hat. Ich wundere mich schon. Mann. Aber die testen auch ein bisschen die, wie heißt es hier? Die Geduldsprobe. Ja, der Eis sitzt breitbeinig hier. Oh Mann. Ja, das ist Fingerzeigen. Du hast gerade die Steuerung erkannt. Dum, 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 dum. Da hinten ist auch noch ein Bohr, stimmt ja. Da hinten ist auch noch was los, glaube ich. Warte mal, sehe ich da hinten was? Nein, da hinter dem Bücherregal ist auch noch was los. Hm. Petra K., hallo, willkommen. Momentan gibt es erstmal Warten RP. Also Roleplay, wo wir warten müssen. Ich möchte nicht warten, aber ich muss warten. Ich muss zeigen, dass ich geduldig bin. In einer halben Stunde machen die Gates zu. Also, ich weiß nicht, wie lange. Ich weiß nicht, wie lange die Whitelist läuft nach 16 Uhr. Also ich wäre jetzt gerne schon dran. Oh. Alter. Die machen sogar Soundeffekte, wenn man die schubst. Das haben die auch reingeknallt. Wow, nicht schlecht. Und da kommt der Ordnungshüter raus. Uff.
Die sind alle so verspannt hier. Taschen werden durchsucht. Also ich merke schon, die Gruppe hier im ersten Raum, die brauchen ziemlich lange. Der sitzt falsch. Gut, du sitzt falsch. Der Typ trägt eine Handtasche. Der macht gerade sich mit der Steuerung vertraut. Das ist doch nicht sein Ernst. Das macht man vorher, vor Whitelist. Ich möchte auch. Ich möchte gucken, was mich erwartet. Ich habe $45 wiederbekommen. Also ich glaube, wenn das heute nichts mehr werden sollte, ne, könnte ich zwar nochmal Mittwoch probieren, aber ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wie das hier abläuft. Ob nach 16 Uhr immer noch gewitelistet wird, IC. Huch. Ganz schön brutal da. Da kommt jemand. Bitte nimm uns mit. Bitte, bitte, bitte. Nehme ich auch mit, bitte. Mist, ich hätte mich dazustellen sollen. Dazustellen sollen. Ach ja. Ja, Phoebe sagte eben, dass sie Hallo. Eine Dame. Hallo. Ja, so eine große Dame habe ich vorhin gesehen, aber. Also da hinten steht auch einer mit so einem Hemd, der wird hier auch arbeiten, der sieht offiziell aus. Mhm. Gerade eben haben die Leute aufgerufen, alle, die was Grünes tragen. Und sie tragen ja auch was Grünes. Warum sind die nicht mit reingegangen?
Die Dame? Sie haben da auch gerade was, Sie haben doch was Grünes an, nicht wahr? Das ist türkisgrün, ja, also, ja. Die haben gerade Leute eingerufen, jeder, der was Grünes trägt. Warum waren Sie nicht mit dabei? Also ich habe nichts gehört. Ach so. Aber vielleicht hat jemand noch was, keine Ahnung, die werden schon noch kommen. Also ich habe nichts gehört. Okay. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Frau auf uns zukommt. Oh Mann. Jetzt bin ich gespannt. Guckt sich uns an. Aber die hat eine sehr männliche Stimme. Hier drin rauchen. Uff. Kannst du ja fragen, ob hätten, na eben, hätten fragen können. Ah, die Wartezeiten sind echt nervig. War's okay bei Ihnen? Bitte? Ja, auf Flughafen. Ja. Oh, da geht's hier nicht gut da hinten. Sehr ein bisschen langsam aus. Brauchen Sie Hilfe? Oh. Hey Lady. Lady? Alles gut? Hallo Lady? Ich glaube, die Lady möchte nicht mit Ihnen reden. Warum? Lady. Lady? Die Dame? Ich glaube, sie werden gerufen. Lady. Hm. Okay, na, ich bin ein bisschen stehen eingeschlafen. Ich guck mal weiter, ja? Ja, passiert auch, ja. Aber wenigstens scheint das Wetter hier gut zu sein. Wir hatten hier gerade Hör gesagt. Ja, ich nicht. Komm mal schnell! Ja, gut, das Wetter wäre schon ganz geil. Ich meine, Norddeutschland, das Wetter kennst du ja selber. Ja, kenn ich. Hä? Was war das denn gerade? Okay, doch nicht. Wer hat mir gerade Hör gesagt? Ich nicht. Hey, hier, du, was ist mit dir? Alter, der spielt. Wer hat gerade Hör gesagt? Du? Ey, der Supporter spielt die weiblich, aber richtig männlich, so wie eine Prostituierte. Kann ich mir so gut vorstellen. Nicht schlecht. Wo kommst du her? Wer, ich? Ja. Washington. Und selber? Washington. Deutschland. Mecklenburg. Ich glaube, ja, Phoebe hat eben gesagt, dass die Frau irgendwie Leute hier rausgeholt hat im Gespräch. Hm. Okay. Dann mag sie wohl keine Männer. Wieso? Naja, sie wollte ja nur Frauen haben. Ach so, okay. Mikrofon muted. Ah. Das klingt total bescheuert, aber... Die Dame? Geht's Ihnen gut? Geht's Ihnen gut? Hallo? Uhu. Was ist los? Bevor sie zur Toilette gerannt sind, hat ein Mann mit ihnen geredet. Gesicht so rumzufuchteln. Entschuldigung.
Der Herr hinter ihm mit der Camouflagejacke hat gerade versucht, mit ihm zu reden. Habe jetzt nur ich das gehört oder bin ich, rede ich zu leise? Nö, ich verstehe dich gut. Redest du ein klein bisschen leise, ja. Was hast du denn, also, was ist denn los? Nochmal, der Herr mit der Camouflagejacke hinter dir hat gerade versucht, mit dir zu reden. Entschuldigen Sie? Ja. Ich meine, ich sehe aber hallo, hä? Ich meine, dem Handy. Ich bin leid, ich habe gerade ein bisschen von mich hingetragen. Oh, wer den Arm länger so hält, dann schläft er ein. Wer? Dein Arm. Und? Keine Ahnung, er hat dich nur angesprochen, aber nichts gesagt, was er wollte. Ich meine, der hat Pech gehabt, aber naja. Aber die spricht wirklich sehr, sehr leise. Das ist aber eindeutig. Lauf, Forrest. Sieht aus wie der Hausmeister oder so. Mikrofon aktiviert. Komm schon, ey. Ich will weiter. Oder der Typ, der gerade durch den Scanner gegangen ist, der hat einen ganzen Overwall an. Vielleicht ist irgendwie so ein Roboter auf der Toilette. Da ist nämlich auch ziemlich eilig unterwegs. Okay. Ja, vielleicht ist da was los. Ich hab's aber auch manchmal eilig in die Richtung. Naja, aber mit so vielen Leuten. Okay. Ich meine, ich habe eh nichts zu tun, ich gehe da mal gaffen. Okay. Ja, viel Spaß. Dann spiel mal Schaulustig. Ich glaube, schon vorbei. Naja, nicht, dass das Flughafenpersonal ihn deswegen dann wegscheucht. Da draußen rennen auch irgendwelche rum. Was ist hier los? Ach ja. Und? Also, falls da was Interessantes war, ist es schon vorbei. Oh, schade. Mikrofon muted. Mikrofon aktiviert. Guten Tag, die Dame. Hallo. Hallo. Mitkommen, bitte. Wer, ich? Ja, bitte. Jo. Mikrofon muted. Hi. Beide mit dem blauen Shirt, komm mal bitte mit. Ja, das ist der Oh je. Mikrofon muted. Zigaretten drin. Okay, es werden mehr Leute mitgenommen. Echt? Ach, es geht weiter hier. Ja, dauert ja bestimmt eine ganze Stunde. Wenn es weitergeht. Verletzt. Und die sind da immer noch in dem Raum drin. Alter, die machen aber ganz schön krasses RP da drin. Oh, man hat den Typen vergessen.
So, die junge Dame kann mal mitkommen. Bibi? Hm? Ah ne, du warst gar nicht gemeint. Ich dachte. So, wie viele Leute sind wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Leute. Vor der Absperrung. Also, ich habe echt Angst, dass es nichts mehr wird. Nach 15 Minuten. Und die haben da jetzt... Die Gruppe hat da jetzt mindestens eine Stunde drin gehangen. Boah, das war jetzt, glaube ich, ausführliches RP, was die da gemacht haben. Und was sind eure ersten Pläne hier? Meine Sachen auspacken, nachdem ich mir ein Hotelzimmer genommen habe. Ja, das ist eine gute Idee. Und selber? Ja, auch erstmal ein Hotel suchen. Gucken, ob man hier irgendwelche vernünftigen Jobs findet. Das war jetzt ein Stripclub, ne? Mikrofon muted. Ich hoffe, es geht eines Tages mal weiter. Weil das sind jetzt alle, die hier sind, ne? Die jetzt gewitelistet werden wollen. Weil offenbar kommt keiner mehr hinten um die Ecke. Ups. Ich bin nicht so sicher, ob das eine Dame ist. Ups. Entschuldigung. Was sind Sie denn so sportlich hier? Mein Bein wäre fast eingeschlafen. Ja, aufwärmen. Ein bisschen aufwärmen hier. Jawohl. Ja, ist denn kalt oder was? Ein bisschen. Ein bisschen Bewegung. Sind Sie Brüder oder was? Sehen ja fast alle gleich aus. Nee. Also sind Sie beide. Nicht, dass ich wüsste. Ich sehe nicht aus wie er. Nee, das nicht, aber fast. Oder ja. Gesichtsform auf jeden Fall. Stimmt. Jetzt muss ich so sagen, eine gewisse Ähnlichkeit sieht man da schon. Naja. Das könnte natürlich sein, mein Vater wohnt in Russland. Keine Ahnung. Ach so. Nee, keine Ahnung, mein Vater ist abgehauen. Vielleicht passt es ja. Vielleicht ist er das. Vielleicht müssen wir mal die Bilder austauschen oder so von ihrem Vater. Ja, wäre eine Idee. Ja. Ich hab, glaube ich, kein Bild. Das ist scheiße. Genau. Ich muss mir ein neues Handy kaufen, das ist alles weg. Ja. Ja gut. Dann kommen Sie mal mit. Alle. Okay. Hast du mit Nachnamen? Ich? Kaya. Und du? Okay, nee, ich heiße Kasakov. Dann gehen Sie mal rein, dann kann ich auch wieder abschließen. Ja. Kaya, aus welchem Land bist du? Also der Nachname? Geschafft. Türkei. Ah, okay. Ach, Vater. War mir nicht sicher. Vorsicht. Ich habe auch nicht viel Kontakt zu meinem Vater, also von daher haben wir das schon mal gemeinsam. Oh mein Gott, wir haben es hinter die Absperrung geschafft. Oh mein Gott, wie cool. Oh, Gott sei Dank, es geht weiter. Oh. Wir sollen da hingehen, oder? Jawohl. Am besten wir stellen uns eine Reihe auf. Schaut mal her. Wem denn? Reisegruppe Sonnenschein. Wir hätten jetzt hier gelacht. Entschuldigung. Sehr auf dich habe ich ein Auge, Freundchen. Wo sind die, wenn sie auf mich? So sagt ihr den Captain nicht gehört. Der ist jetzt am Captain. Captain?
Jetzt bin ich wirklich nervös. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Ich merke schon anhand der Stimme vom Captain, dass er sehr streng ist. Alter, ich bin immer so nervös, ey. Warum sind die alle so angespannt? Das ist unglaublich. Jawohl. Was kann ich Ihnen geben? Jawohl. Da hinten. Bar nicht. Ne. Ich mal mein Kleingeld verliere, deswegen habe ich alles immer auf dem Konto. Ich bin jetzt mega nervös, ey. Boah. Guten Tag. Ja, Sekunde, aussuchen. Alter, ich bin, mir geht gerade das Herz in die Hose. Das ist so richtig. Sag mal, fährt einer von euch gerne Fahrstuhl? Ja, ich hab keine Abneigung. Wie, du hast keine Abneigung? Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Guten Tag. Glaub mir, das kann sich ja schnell ändern. Okay. Gut. Einmal Personalausweis bitte. Jawohl, na selbstverständlich. Fahrstuhl fahren. Damian Taylor, ja? Damian Taylor, jawohl. Ist das so korrekt? Jawohl. Hallo, junger Mann? Ja, Damian Taylor. Jawohl, Sir. Achso, alles klar. So, Herr Taylor, ja, können Sie sich auch einmal bitte anstellen. Jawohl. Habe ich einen Frosch im Hals? Mikrofon muted. Hat er mich nicht gehört? Ja. Hört man mich gut oder so, ich eure Taschen hier einfach draufstellen, dann langsam gut durchgehen. Dankeschön. Und wenn es piept, gibt es eine Körperuntersuchung von mir mit der Hand. Uff. Mikrofon muted. Scheiße, ich habe uff gesagt. Seine Tasche nicht wieder mit. Ja, was? Bist du da eingeschlafen oder was? Weiß nicht. Hm. Aber. Was war das denn jetzt? Sie das da in dem Flugzeug? Aber das ist nicht der Flugklipper, den Sie da in der Hand haben, Captain. Zeigen Sie es mir. Ja, zeigen Sie es mir. Oh, wow. Aus wie so ein scheiß Gangster. Motocross-Fahrer, scheiße. Ja, müssen wir nochmal auf die andere Seite. Aber du fährst dann für Verbrecher, ey. Na gut. Dann stell dich zu den anderen. So, nächster. Ja. Mikrofon aktiviert. Sag mal, was läufst du denn da immer durch den Scanner? Sag mal. Was? Achso, der Herr hinter mir. Hallo, der pinkelt da hinten.
Danke. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. So, du kannst doch nicht einpinkeln. Hat er da hingepinkelt oder was? Ja, da hingepinkelt. Ekelhaft. Ekelhaft. Ich stehe neben dir. Oh, zieh deine Jacke aus und wisch die Scheiße auf. Oh, wie geil. Ich kann nicht mehr. Mache, komm. So, was ist denn jetzt? Oh, ich kann nicht mehr. Hilfe. Wieder viel zu viel für mich heute. Ja, da stand neben mir, fängt er an, sein Löhres rauszuholen und dahin zu urinieren. Und ja, dann aber gar nicht. Oh, Bruder, ich kann nicht mehr. Oh. Was ist das denn? Arme. Ja, nehm ich mal mit. Tut mir schon ein bisschen leid. So, wir gehen schon mal ins Büro, aber um den Pissfleck rum. Ja, mach den Pissfleck weg, ey. Boah, die anderen können schon mal mitkommen. Jawohl. Hast du hier links den gepinkelt? Ja. So, die beiden Herren mit der Tasche, die können sie hier irgendwo abstellen. Ich würde sagen, hier. Nur nicht übereinander. So, passen Sie mal auf. Herr Taylor war das, ne? Jawohl. Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt hier so der Einreisebeamte oder sowas. Mhm. Na, und müssten mit dem jungen Mann hier in Braun ein Einreisegespräch führen. Jawohl. Fangen Sie mal an. Wie würden Sie das machen? Guter Herr, mein Name ist Herr Taylor. Ich bin von Einreisebehörde. Ich hätte gerne einmal Ihren Ausweis gesehen, Sir. Dankeschön. Herr Kaya war das, ne? Richtig. Ah, okay. Gut. Warten Sie mal, machen Sie mal weiter, ich komme gleich wieder. Okay. Okay, hier hast du deinen Ausweis wieder. Ja, danke. Weitermachen? Okay. Ja, mach einfach weiter. Was möchten Sie hier machen in Los Santos? Ja, ich wollte einfach mal was Neues sehen, so. Ja. Und zwar bin ich nach Seattle gezogen, erstmal. Ja. Aber das war irgendwie nicht meine Stadt. Hab dann von Los Santos gehört und wollte mir hier mal was anfangen. Ah, verstehe. Okay. Und was möchten Sie hier anfangen? Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen Arbeit suchen. Ich habe in Seattle ein bisschen gekellnert. War ein Parkkeeper. Ja. Hab aber auch auf dem Land Landschaftsbau. Gearbeitet, um ein bisschen einfach Geld reinzubekommen und ich schau mal, was Los Santos mir so bieten kann. Ja, okay, verstehe. Bin ohne Pläne jetzt erstmal hier reingekommen, natürlich erstmal arbeiten, aber nicht so wie die anderen. Ich glaube, da waren Anwälte, Polizisten und. Ja, ich habe schon ein paar Anwälte hier kennengelernt da vorne, ja. Ja. Na, ich schau einfach mal, ne? Was war das? Seattle kam sie ja, ne? Genau, Seattle. Also okay. Ursprünglich aus Deutschland. Und sind dann ich und meine Mutter nach Seattle gezogen. Und ah, okay. Also neues Leben anfangen, sie kommen aus Seattle, sie sind ohne Plan hergekommen. Ja. Gut. So, wir haben einen kleinen Zwischenfall. Ja, ich sehe es durch die Glasscheiben, Sir. Ja. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben schon währenddessen weitergemacht. Möchte ich Ihnen die Kurzfassung geben, Sir? Ja, klar. Er kommt aus Seattle, ist ohne Plan hierher gekommen und möchte hier ein neues Leben anfangen. Mhm. Ja, ohne Plan hört schon ein bisschen. Also, ich hab keinen Plan, aber erstmal arbeiten, ein bisschen die Stadt kennenlernen. Ja. Und ja.
Als was wollen Sie denn hier arbeiten? Ich habe in Seattle früher gekellnert, ein bisschen auf dem Landschaftsbau ein bisschen gearbeitet und ich glaube, da gucke ich, also ich gehe da erstmal rein und gucke mal schauen. Ja, und wie sieht das aus bei Ihnen, wenn Sie jetzt der Einreisebeamte wären? Welche entscheidenden Fragen würden den Kollegen hier gegenüber an der Einreise hindern? So, woher Sie kommen? Mhm. Was sind die Pläne? Das würde ihn daran hindern. Bitte? Nachdem, das würde quasi ein Ausschlusskriterium sein, oder was? Nee, erstmal allgemeine Fragen. Ach so, ja. Ja, Mandy, geht's dir wieder gut? Oh, Captain, der hat mich geschlagen. Ja, ich hab das gesehen. Geht aber schön, gar nicht, ne? Schön, dass sie ihn da reingeschoben haben. Ja, ne? Also geht natürlich gar nicht sowas. Geht's Ihnen gut, die Dame? Ja. Tust du mich mal drücken? Gerne. Komm her gegen meine Brust. Ja, gerne. Schön fest. Hab ich gerne gemacht. Sehr gut. Ja, wollen wir stehen geblieben jetzt? Ah, was meine Ausschlusskriterien? Ach so, ja, genau. Ja. Was ist denn hier so ein absolutes No-Go, was Ihnen jetzt so ein Fluggast erzählen müsste? Ja, dass er irgendwie kriminell wäre, Drogen, Sucht und einfach hier zum Chillen ist, hat keinen Plan, also das ist... Ist das so, Herr Taylor, bei Ihnen? Negativ, Sir. Ich habe 5 Jahre bei der in Washington für die Homeland gearbeitet und jetzt bin ich auf die Insel gekommen, um dem örtlichen Police Department unter die Arme zu greifen und mich dort zu bewerben. Also dich will ich hier sehen. Bitte? Ja, du bist eingestellt. Danke sehr. Ja, haben Sie gehört? Also nehmen Sie mal die Tasche auf und gehen mal zu den Sanitätern. Alles klar, Sir. Danke sehr. Machen Sie es gut. Danke sehr. Ja, Sie wollen ja nicht zur Polizei. Ach ja, nee. Aber was haben Sie für die Schuhe bezahlt? Ich? Ja. 200, glaube ich. Mikrofon muted. Uff, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft, die Einreise ist hinter uns. Yes, yes, yes. Alter, das ist super. Nicht schlecht. Super cool. Guten Tag. Guten Tag, der Herr. Wie geht's Ihnen? Alles in Ordnung? Ja, natürlich. Bei mir sehr gut. Und Ihnen? Immer blendend. Vielen Dank. Wie kann ich Ihnen helfen? Nicht mehr. Der Captain sagt, ich sollte zu Ihnen kommen. Super. Ich müsste einmal Blut von Ihnen abnehmen. Ja, dann, keine Sorge. Nur zu. Schon mal Blutzucker gemessen? Nein, ich bin nicht Diabetiker. Okay. Ich brauche einmal Ihren Finger, ganz egal. Ja, nehmen Sie ihn, habe ich Ihnen schon vorgehalten. Dann desinfiziere ich den und dann gibt es einen ganz kleinen Piekser vorne in die Spitze. In 3, 2, 1 und jetzt. Hat gar nicht wehgetan. Ja, genau. Dann drücke ich da so ein Tröpfchen oder zwei vom Blut raus. Mhm. Hier rein in die kleine Kanüle, schön zugemacht. Und das war's schon beinahe. Mhm. Und jetzt die Qual der Wahl. Ein neutrales Pflaster, eins mit Totenkopf, eins mit Hello Kitty oder Prinzessin Bubblegum. Haben Sie keinen Regenbogen? Prinzessin Bubblegum, ich verstehe. Okay, dann halt eben das. So. Einmal drumherum. Jawohl. Und mein liebreizender Kollege dort. Ja. Trägt sie einmal in die medizinische Datenbank ein und dann wünsche ich Ihnen alles Gute in Los Santos. Oh, danke sehr. Danke. Gerne. Nee, hat er nicht. Einen wunderschönen, der Herr. Guten Tag, ich bräuchte mal den Personalausweis. Den kriegen Sie, na selbstverständlich. Bitteschön. Damien. Korrekt. Und übrigens, Ihr Kollege hat Sie gerade als gut aussehen bezeichnet. Das liegt vielleicht an der ähnlichen Frisur. Ich habe sie noch nicht so hübsch hingekriegt wie Sie heute. Ah, danke sehr. Ja, Ausweis wieder, bitteschön. Dankeschön. Dann auch einmal darüber gehen im Wartebereich. Der Herr selbstverständlich, Sir. Schönen Tag noch. Hallo, Lord McWayne. Ja, es ist ein neuer RP-Versuch. Nach vier Monaten RP-Pause muss es mal Zeit. 754. Einen wunderschönen guten Tag, dir, Damen. Guten Tag. Hallo.
schiebt er sich einfach vor mich. Rosita, ich habe dir eine SMS geschickt, dann hast du ja auch meine Nummer. Oha, krass, ich guck gleich. Lord McRae, wie geht es dir eigentlich? Von Matti Vaskalain habe ich ja seit Ewigkeit nichts mehr gehört. Was ist denn los mit dir? Ja, dann warten wir mal, bis die Letzten da auch noch kommen. Dektor, na dann, viel Glück und Spaß. Was ist denn mit dir, was ist denn mit Matti? Was ist mit dir? Generell RP. Ich geh mir mal eine Cola holen. Bis gleich. Okay, erst Anwalt werden wollen, dann erstmal Boxung verteilen, so? Das tut mir leid. Also wirklich, ey, das geht ja mal gar nicht. Ich habe mich erschrocken. Hey, krass Lady, was hast du für krasse Fingernägel? Jetzt habe ich Kratzer. Es tut mir leid, ich habe einen Nackenschaden. Ich musste schon 2 Wochen auf diesen Flughafen übernächtigen. Es tut mir so leid. Ein Nackenschaden? Ja, die Nerven, die über den Nacken gehen. Kennen Sie also, das nicht? Das zieht komplett Stühle runter. Okay, dann geht aber auch nächste Arztrechnung. Mir geht's gut. Matti eiert immer noch Tag durch. Ja, was macht Matti denn aktuell? Du bist kein Korb mehr? Was machst du überhaupt? $1,50. Tut mir sehr leid. Darf ich Sie auf ein Getränk einladen? Wird auch überall anders. $1,50 kosten. Erstmal was ich. Ja, ich kann Ihnen gerne noch ein Getränk von mir überreichen. Das ist nicht Wucher, als kleine, minimale Wiedergutmachung. Was Sie hier verdienen in der Stunde, sind das Peanuts. Ja, okay, ich habe ja noch keinen Job. Oh, Peanuts, hat jemand Erdnüsse dabei? Negativ. Peanut Butter Jelly Time, Peanut Butter Jelly Time. Oh Gott. Ja, einen Moment, wir warten noch auf die drei Herren, die da bei den Medizinern stehen. Und dann schicke ich mal die zwei Damen mal von den Medizinern untersuchen. Es tut mir sehr leid. Leute, warum redet ihr alle so leise? Was machst du mit den Damen? Die Damen sollen sich mal beim Mediziner untersuchen lassen, nicht dass sie irgendwie eine Verletzung, die schwere Nachfolgen hat. Kennen Sie sich hier in der Stadt aus? Oh mein Gott, ich habe es durch die Whitelist geschafft. Booyah, Baby! Einfach zu einem Mediziner hingehen. Wo gibt's hier gutes, scharfes Essen? Scharfes Essen gibt's tatsächlich noch kein Restaurant in der Stadt. Schweinerei. Aber, warum nicht? Es gab eins, die Besitzer sind aber wieder ins Ausland gereist und haben daraufhin den Laden hier zugemacht, alles zugenagelt, Laden abgefackelt, whatever. Auf jeden Fall ist der Laden nicht mehr offen und kann sich auch kein anderer drauf bewerben. Ach, schade. Matti ist Feuerwehrmann und Sanitäter seit Oktober schon. War zwischendurch mal gekündigt, hat die freiwillige Feuerwehr versucht mit aufzubauen. Jetzt ist wieder bei der Berufsarbeit nebenbei Tequila und so. Wow. Okay. Sobald ich mal wieder einen von der Stadtverwaltung inzwischen den Finger kriege, werde ich das ansprechen. Können Sie sich meine Nummer aufschreiben und Bescheid geben, wenn das aufmacht? Ja, das ist ein komplett neuer RP-Versuch hier, was ich jetzt hier mache. Weil, Das wäre die 371. Nein, Moment, ich habe noch kein Stift in der Hand. Weil dieser Charakter, den ich hier bespiele, der war wirklich mal ein Homeland-Char auf einem anderen Serverprojekt. Du weißt, welches ich meine, Lord McRae. Ich war damals im Support, habe EC Whitelist gemacht und das ist der Charakter, quasi. Aber nur mit einem Unterschied. Ich hab die Geschichte angepasst. Ich bin ja seit 5 Jahren. Habe ich bei der Homeland gearbeitet, bei der Homeland Security für Immigration. Ne? Und standen die da schon oder sind die neu? Das hier ist ein Ex-Homeland-Char, der jetzt einfach nur ein normales Leben im PD arbeiten möchte. Das heißt, ich mache einen kompletten Neuanfang als PD-Officer. Dort sehen Sie ja diverse Apps. Sektor habe ich auch einen Char, der war bei SD, aber ich habe einfach nicht mehr weitergespielt. Warum? Für uns ist gerade nur wichtig die Wolke, weil das Wienerd macht gleich der liebe Herr Kreuzer, der Nörgelmann schlechthin, der Herr, der gerade dazugekommen ist. Könnten Sie bitte auch Ihr Smartphone in die Hand nehmen? Ja, selbstverständlich. Und einmal mit Ihrem Finger auf die Wolke tippen. Je. Krass. Dann kommen Sie in die V-Cloud. In der V-Cloud finden Sie alle Firmen, die eine Internetpräsenz haben. Zum Beispiel die Courant-Bar wäre in der unter den 5 hauptgroßen Dingern wäre es von links das 3. Yeah. Ja. Dort kann man zum Beispiel auch Live-Musik spielen. Junge Dame, die gerne Musik macht. Dann gibt es ganz rechts gibt es den Los Santos Güterhandel. Der Herr, der dazugekommen ist, hört er mich? Der könnte auch einmal das Handy zur Hand nehmen und einmal auf die Wolke mit seinem Finger tippen. Jawohl. Also, für Sie dann auch nochmal, dort, wenn Sie in der V-Cloud sind, auf der Startseite sozusagen,
Internetpräsenz haben, also eine hauseigene Homepage. Große L, das war große weiße L da, das ist der Life Invader, dort finden Sie dann Stellenanzeigen, tatsächlich. Alright. Auch noch nicht so lange, aber gibt es. Und alle wichtigen Rufnummern finden Sie unter dem Reiter Rufnummern. Ja. Und bei Verfassung finden Sie halt das Gesetz. Dinge für mich, die wichtig sind. Ja. Okay. Also da steht eigentlich für Sie als Anwältin relativ wenig dran. Also es gibt noch nicht so viel. Aber als Anwältin ist das doch wichtig. Ist der Staat hier gerade in... Oder ist das DOJ gerade... Ich weiß gar nicht, Lord McQuay, ob ich einen neuen Charakter hätte machen können. So, dann bin ich mit meiner kurzen Sache schon mal durch. Und wünsche Ihnen alle gleich eine gute Reise. Viel Spaß in Los Santos und ich hoffe, wir laufen uns über den Weg. Okay. Ja, schon sein, Dankeschön. Ne? So, dann dürft ihr mir mal folgen, wenn ihr fertig seid. Ja. Wenn Sie mal auf der Straße jemanden mit einer gelben oder grünen Krawatte sehen, können Sie ihn ruhig ansprechen. Das bin meistens ich. Alles klar. Okay. Okay. Jo. Dann viel Spaß mit Ihrem Busfahrer. Danke. Ich weiß gar nicht, gebannt bin ich nicht, das weiß ich. Ich habe ja letzte Woche mich nur eingeloggt, mein Auto ein bisschen herumbewegt, da wollte ich mich ein bisschen umgucken. Gebannt bin ich nicht. Ich könnte mich jederzeit einloggen, aber ich möchte nicht. Das schmeckt gar nicht. Sicher? Ja. Ein bisschen mit Salz. Ich habe dann mir schon geknabbert. Ein belegter Busfahrer. Aber ich bin froh, endlich hier draußen so aus dem Kasten. Ein belegter Busfahrer mit Ei. Okay. Der Kasten ist komplett neu gemappt, das merkt man ja. Der ist komplett gemappt. So, jetzt erstmal herzlich willkommen in Los Santos. Hi. Dankeschön. Ich bringe euch jetzt zu der VNet-Übergabe. Benutzt bitte die hintere Türe und tut den Griff benutzen. Oder die Gehhilfe. Da tun wir mal den Griff benutzen. Alright. Ich will ganz hinten sitzen. Ja, wo die Coolen sitzen. Sitzen die Coolen, ne? Ja. Das ist erfasst. Nein, ich will nicht. Daher haben wir schon einmal den Falschen hier. Jo. Dann mit dem schwarzen Pullover bitte nochmal aussteigen. Hey, hinten hat Stell, Mann. Ups. Meinten Sie mich? Ja, oh. Ja. Okay. Noch mal ein. Die Gehhilfe benutzen oder den Griff. Ach, die Gehhilfe. Ah, okay. Komm rein in die Olga jetzt. Die hintere Türe benutzen, die hintere Türe. Oh, ich hab's auch geschafft, auf die mich reinzusetzen. Egal. Hab jetzt mal eine Whitelist für Storyline gemacht zum Testen. Mal schauen, wenn der startet. Ich bin bei Storyline schon auch gewitelistet, weil ehemaliger Lucky Five Spieler, ne? Bei VNet-Übergabe. Da bin ich mal gespannt. Glaube ich weniger. Also dieser Komplex ist komplett gemappt worden. Ja, das ist ja geil. Das ist cool. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. So. Nee, den Song will ich nicht mehr. Unter eure Plätze guckt, da hat es eine Klappkarte. Die könnt ihr illegal. Oh, danke schön. Dankeschön. Das sind so ein paar Sachen drauf, so halt, was man halt braucht. So. Also, das Krankenhaus ist da aufgelistet. Polizei, Stadtpark. Ich hoffe, ihr habt das alle einen angenehmen Flug gehabt. Nein. Ey, ja. Das war richtig gut mit dem Flug. Es gab sogar freie Sandwiches, sieh. Ja, auch nicht schlecht. Das kriegst man nicht überall. Joints brauchst, dann geh ich an den Stadtpark. Da gibt es genug Leute, die Joints verkaufen. Am Stadtpark? Das ist das erste, wo ich hier gleich hingehen werde. Wo ist das? Das ist in der Stadt, bitte. Oh Gott. Willst du einen Joint haben? Ja. Ja, Digga, komm gleich mal zu mir. Oha, ich bin auf. Ich sing auch was. So, der zweite Bus ist unterwegs. Ich dachte, die wollte hinten sitzen. Wie bitte? Das ist schon irgendwie cool gemacht hier. Ja. Aber interessant, dass hier oben der Taxitarif eingeblendet wird. Wo sind denn die bösen Streetsbusfahrer? Zeigen Sie uns den mal. Oha, der hat richtig Bock direkt. Wen wollen Sie sehen? Ich war im Support.
dort und ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock mehr an Weihnachten. Das habe ich an Weihnachten einfach sehr, sehr gemerkt. Hatte ich keinen Bock mehr auf Support. Ich hatte keinen Bock mehr, Support zu machen. Weil mein eigenes RP auf der Strecke blieb. Unter anderem das. Und zweitens wurde ich gekündigt beim PD, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Das musst du dir mal reinziehen. Ich wurde gekündigt, weil ich meine Dienstpflicht gemacht habe. Und denke ich mir nur so, what the fuck? Also ich gehe lieber zum Warum? Was war denn hier wieso? Gerade gewesen, diese ganzen Autos? Rechts ganze Autos. Das ist total bescheuert, ey. Nee, darauf habe ich keinen Bock. Wenn ich meine Dienstpflicht erfülle, werde ich gekündigt, weil ich gelogen habe. Was ist das für ein Blödsinn? Und das VOD, kann jeder, die VODs, kann jeder sehen. Da ist kein Meterschutz dabei. Stadtpark? Nee, am Flughafen unten. Klaus, guck mal das Café. Crucial Fix. Nice. Die haben auch Kaffee, Kuchen. Die ganzen VODs von Home 5 findest du auf meinem YouTube-Kanal. Wann sind sie jetzt eigentlich hin, wenn ich fragen darf? Ich fahre jetzt hoch in den Norden zu der Kneipe. Da bekommt ihr euer VNet-Account. Okay. Ja, Raffi. Erstmal in der Kneipe, erstmal nochmal Burro rauchen. Ich stehe lieber auf Shisha. Ja, eben, darum kann ich mir auch vorstellen, warum die auf Wage MP sind. Weil extrem viel gemappt ist. Und ich freue mich, das alles zu entdecken. Jetzt muss mir eine Joint bei geben. Coffee Shop. Entschuldigung. Ja, bitte. Na, ich schwöre, ich habe gar nicht so viel gegessen eben. Also, ich habe heute schon 3 Chili Cheese Sandwiches gegessen. Gott, die reden alle viel. Das ist mein Bubble Butt, der so schwer ist. Dein Bubble Butt, okay. Ja, schade, dass du nicht auf Dings bist, auf Sektor. Weil Sektor möchte ich gerne eine Chance geben. Der ist ja gleichzeitig mit Home 5 gestartet. Da möchte ich gerne dem Server ein bisschen, ne? Ein paar Chancen geben. Falls jemanden brauchen, der sie vertritt. Ich bin gerne da. Aha, aha, schon direkt auf Klientenfang hier, ne? Und die reden alle viel zu leise. Das ist die Autoverwahrstelle? Echt jetzt? Auf dem Highway? Cool ist das denn? Na, ich fand manche Leute im SD schwierig, das RP einfach nicht gut, aber viele Leute, die auf Sektor gegangen sind, sind zurück auf Lucky und so. Ja, kann man nicht ändern. Aber auf Sektor möchte ich gerne eine Chance geben. Ich suche immer noch nach einem Langzeitprojekt. Immer. Und jetzt gebe ich Sektor eine Chance. Mal gucken, wie lange das gut geht. Weil es ist wirklich schwer, bei den ganzen Servern, die aus dem Boden schießen, ein Langzeitprojekt zu finden. Oh ja. Ja, das sind Dinge, die einem in Deutschland tatsächlich im Hirn drin bleiben. Oder CH mit Kase. Ja, es heißt nicht Chemie, es heißt Chemie. Johnny, links ist dein Zuhause. Da haben wir die jetzt. Andere sagen auch ja nicht China, sondern China. Ich hoffe, ich werde keinen von Ihnen darin besuchen. Schickes Auto. Also ich bin gleich bestimmt schon reich. Sein. Für die keine Ahnung, klang vorhin im Gespräch so. Nee, die Army? Oh. Nein, der Marshall Service. Oh, der Bus hat ja einen Wendekreis wie eine Tomate, Mister. Ja. Was? Wie eine Tomate? Warte mal, ist ja eigentlich der eine Passagier drin, der die vor der Whitelist gesagt hat, wow. Wenn ihr gleich aussteigt, dann entspannt euch bitte. Ja. Die Beine einmal kurz dafür treten. Okay. Also sie meinen so richtig entspannt. Ach, ja, so richtig entspannt. Was ist denn hier los? Ich weiß doch nicht, diesen Cops hier. Hast du was zu verbergen? Nehme ich gleich mit.
Spaß vor die Rockers. Wollen die da aussteigen, hier? Okay. Da steig ich hier mal aus, bitte. Da steig ich hier mal aus, alle. So, okay. Die Reisegruppe, bitte einmal zu mir. Jo. Hallo. Weißt du, das war mir. Hallo. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Oh, ich gehe mich gleich auch erstmal umziehen, ey. Was war nochmal der? Okay. Freut mich. Was war nochmal der? Scheiße, ich hab die Klasse. Keine Ahnung, ich glaube die Gerdi. Oder? Ja, ich glaube die Gerdi. Das kennt ihr bestimmt schon wie am Flughafen. Das ist wie bei der Musterung. Oder wenn ihr mal euch bücken müsst oder mal husten müsst. Ryan! Mensch! Davidor. Forsti! Oh, meine Ja, schön macht ihr das. Sehr gut, sehr gut. Hallo. Ach, so gehören sie zusammen. Hallo. Ja, was ist das? Gehören sie zusammen? Wir? Nee, wir sind nur gemeinsam eingereist. Ui. Und neues Familienmitglied dabei. Ja, der mein Stiefvater. Schwiegervater. Ja, Schwiegervater. Oh Mann, das Wetterchen heute. Guter Tag um in der Wüste. Das sieht jetzt sein nicht so. Was ist denn los hier? Ja, wer sind Sie denn, hübsche Lady? Aber danke, der ebenso hübsche Lady. Ich bin Robin Shark. Ich fühle mich hier wie auf dem Präsentierteller irgendwie. Ja, das seid ihr auch. Huch. Dazi, du bist sind alle neu rein. Typ, der tweetet. Judy! Hi, willkommen. Hören Sie bitte nicht auf meinen Frau. Bitte machen Sie das nicht. Lord McRae, bist du noch da? Ich werde gerne von hübschen Ladies begrüßt. Ja, danke schön. Hi, Judy. Nein, vorher war ich Anwältin. Was war nochmal der Ragdoll, die Taste? Ich finde das gerade in der Tastaturbelegung nicht. Der Ragdoll, nur der Ragdoll ja, möchte ich wissen. In Deutschland. Also ich dachte im Saarland. Nein. Ruhrpott ist da viel interessanter. Interessantere Kunden, Klientel. Oh, die redet alle viel zu leise. Ey, Sebastian. Ja. Ich finde gerade die Taste auf der Tastaturbelegung nicht, den Ragdoll. Ich arbeite im Handy. Ach doch, er. Okay. Wo finde ich dieses Handy? Auf mir. Ragdoll war er. Ah, hat sie erledigt. Hab's auch gefunden. Also ich arbeite im Oh, Dudi. Dankeschön für den Abo. Aua. Was genau machen Sie dort? Dankeschön. Ich habe eine Ausbildung zur Au. Rettungssanitäterin. Oh, das ist da hab ich einen Finger gestoßen. Ein ambulantes Vorkommen. Sehr schön, das Huch. Oh, ja, das sieht man. So wer kommt denn da? Ach, Waden. Ein Hallo und herzliches beides. Willkommen. Im Wolfsrudel, Waden. Danke für den Follow. Komm wieder zurück aus der Reihe. Ja, cool, Elke. Sind Sie ganz alleine hier? Haben Sie Familie? Aber Lord McRae, hier auf dem Server ist ja auch Johnny Laser, ne? Ja, ja. Ich hab noch keinen bekommen, ne? Gerne. Wie seid ihr denn? Was machen wir jetzt hier? Was ist das jetzt hier für eine Veranstaltung? Pass auf, ihr kriegt jetzt da drin den VNet-Account. Okay. Der Kreuzer. VNet ist quasi die Social-Plattform hier. Auf der Insel. Okay. Genau. Wie sieht's denn bei euch aus? Tattoos, habt ihr da Bock drauf? Wo ist denn ihr Tattoo-Laden? Der ist links am Highway, also wenn du auf die aufs Navi guckst. Ja. Ja. Ganz links bei 7069, weil hier gibt es so Postal Codes, weißt du, am Strand. Ja. Ah, okay, weiß ich Bescheid. Pass mal auf, ihr kriegt noch schnell was von mir, warte mal, sag hier, bitteschön. Danke sehr. Du kannst schon mal vorgeben, wenn ich, dass du gleich keinen VNet-Account kriegst. Okay. Oh. Ja, ich bin jetzt auch hier. 15%, wow, cool. Ich hab einen Gutschein bekommen. Ich
mal gespannt, was hier passiert. So, ich bin raus. Danke dir, Lord. Lord McWay. Hoffentlich sieht man sich eines Tages wieder. Alles klar, danke. Okay, der hat fast EZ geredet. Scheiße. Ey, eine frische Frisur, Alter. Ja, danke. Pass mal auf, du kriegst was von mir, ja? Ich du kriegst einen Tattoo. Guten Tag. Oha. Johnny Kasakov. Wollen Sie einen Ausweis? Einmal hinten durch. Alter! Hinten durch? Hinter Ihnen oder was? Ja. Name? Ein wunderschön. Name? Damien Taylor. Hab sie durch. Danke sehr. Stop. Telefonnummer. Wayne Garcia. Telefonnummer? Ja. Warum willst du die Telefonnummer haben? Biet dich einen Scheißdreck an. 411. 411. 735. 735. Wir reden gleich nochmal. Vielen Dank, Johnny. Danke. Wir reden. Okay, jetzt bin ich gespannt, was mich hier erwartet. Warum möchte ich gerade meine Telefonnummer haben? Nicht so gut aus, oder was? Aber da muss ich enttäuschen. Ich spiele einen schwulen Charakter. Hast du irgendein Problem, Alter? Ich habe auch schon. Nee, kein Problem, kein Problem. Ein paar Krämpfe im Arm. Hey. Alter. Scheiße, Mann. Brauchst du? Ja. Die macht bestimmt ein Date mit dir, klar. Ja, aber ich bin ein schwuler IC-Charakter. Das wird nichts. Ich spiele all meine Charaktere schwul. Keine Roswitha. Danke dir. Sorry, Kreuz, ich habe Kopfschmerzen. Sag den Cops, es sollen da vorne sofort alle Autos weg. So viel wie möglich Autos da weg. Ah, okay. Ich verstehe. Das waren alle? Wir sind fertig? Achso. War das nicht letztens am Beachclub? Ja, ja, trotzdem. Viele Leute sind wohl Fahrstuhl gefahren, ne? Na gut, schau kurz an. So, so, gut, dann fangen wir mit Ihnen mal. Sie können aber ruhig ein Stück näher treten, da muss ich erstmal nicht so schreien und ich muss nicht so. Ich weiß nicht. Doch. Wer hat gerade gesagt doch? Aber ich beiße. Ich wollte gerade sagen, wir haben eine Schlange. Wir haben eine Schlange, dann kann ich ballen. Schlange hier raus. Ich beiß die mal zu. Mhm. So. Jetzt mal beißen. Können Sie mit dem Herrn da hinten Platz tauschen? Ja. Ja, mit dem Anzugträger da. Das wäre ganz freundlich, wenn Sie da Platz tauschen könnten. Vor Ihnen habe ich Angst. Der Herr mit dem Anzug hat aber da das Bedürfnis zu beißen. Scheiße. Scheiße. Ich dachte, Sie stehen da drauf, deswegen. Dann. Herzlich willkommen in Los Santos. Wir machen jetzt alle gemeinsam die Registrierung ihres Social Media Accounts. Dafür öffnen Sie jetzt bitte alle mal Ihr Telefon. Auf Ihrem Telefon haben Sie dann auf Ihrem Nachrichten-SMS-Symbol eine Nachricht vom Telefonanbieter bekommen. Das sind entweder Telefonanbieter oder SMS. Das ist von. SMS habe ich gesoffen. Oder Telefonanbieter oder System. Das ist von jedem zu jedem unterschiedlich. Haben Sie diese Nachricht alle bekommen oder hat die jemand aus Versehen gelöscht? Nein. Wo das steht dein neues Mail-Postfach? Ist eingerichtet? Das sollte E-Mail-Adresse drinstehen. Eine E-Mail-Adresse und das Passwort. Ja. Genau. So, also hat die Nachricht irgendjemand nicht bekommen. Gut, wunderbar. Dann hat das schon mal funktioniert. So, dann merken Sie sich mal bitte alle Ihre E-Mail-Adresse, die Sie da in der Nachricht drin haben. Die werden Sie brauchen. Dann gehen Sie wieder auf den Startbildschirm Ihres Telefons und klicken auf den blauen Daumen. Das ist VNet. Und dann oben rechts auf Registrieren. Hat das jeder soweit? VNet, jawohl. Okay. Wunderbar. Leider noch nicht. Okay. Ich kann noch gerade Pipi machen, sorry. Kein Problem. Dann für Sie nochmal eben, in Ihrem SMS haben Sie eine Nachricht vom Telefonanbieter oder System, je nachdem wie es bei Ihnen ist. Da steht Ihre E-Mail-Adresse drin, die merken Sie sich bitte. Danach gehen Sie auf die App mit dem blauen Daumen und klicken oben rechts auf Registrieren. Und dann das am Ende ist es eine 1 oder eine S? Ein I? Das ist oder ein ist das? Das ist ein LS, ist ein L. LS, oh. Wunderbar, so dann die Dame, die eben noch auf der Toilette war, sind sie auch soweit? Also ich bin jetzt auf Registrieren gehen. Wunderbar. Was?
Dann, Sie sehen da jetzt Benutzername, E-Mail-Adresse, Passwort und das Geschlecht. Wir fangen mal ganz oben an. Beim Benutzernamen, nehmen Sie bitte einen Namen, der zu Ihnen passt. Sie dürfen den natürlich frei wählen. Das Einzige, was wir nicht möchten, ist, dass da, keine Ahnung, steht Mario, Anna, Petersilie, Aluminium. Das sind alles Namen, die hatten wir schon. Glauben Sie, wir finden es nicht witzig. Darf ich Milf unternehmen? Nein. Das ist, nein. Nehmen Sie darf ich mich Weinstecken nennen? Ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, dass Sie es zum Beispiel Vorname unterstrich Nachname nennen. Tun Sie jetzt einfach den Gefallen und nehmen wirklich einen Namen, der zu Ihnen passt. Dann E-Mail-Adresse, eben die Sie sich da gerade gemerkt haben oder zumindest gemerkt haben sollten. Als Passwort ist natürlich, können Sie alles nehmen, was Sie wollen. Das hängt natürlich dann von Ihnen ab. Beim Geschlecht nehmen Sie Ihr wahres Geschlecht, also eine Frau und einen weiblichen Mann, einen männlich. Bitte tun Sie uns den Gefallen, nehmen nicht Gewerbe oder Verein. Mit der Begründung, dass wir sonst, wenn wir jetzt, sage ich mal, ja, stellen Sie sich das, was Sie haben wollen, am Ende des Tages 200 Gewerbeaccounts haben, obwohl keiner wirklich ein Gewerbe besitzt. Und das macht einfach gar keinen Sinn. Oh Gott. Danach, wenn Sie das dann fertig haben, klicken Sie unten dann auf den Los-Geht's-Knopf. Danach können Sie jeden Schritt überspringen. Wenn Sie Kopfschmerzen bekommen sollten, nachdem Sie da auf Los-Geht's gedrückt haben, dann ist das auch so. Sie müssen sich dann nicht neu registrieren. Sie sind dann bereits angelegt im VNet. Wenn Sie das dann alle soweit haben, geben Sie dann einfach mal bitte Ihr Handy weg. Also eben nachdem Sie los geht's haben, jeden Schritt überspringen. Danach ja, bitte das Handy weglegen, damit wir sehen, ob Sie fertig sind oder Probleme haben. Bei mir steht Passwörter, stimmen die überein, obwohl die übereinstimmen. Dann überprüfen Sie am besten nochmal. Oh. Channel switched. Und Kopfschmerzen bekommen. Ah, fuck. Moment, geht sofort weiter. Da ist mir jetzt gerade Rage MP abgestürzt. Super. Geht sofort weiter. Warum ist mir jetzt Rage MP abgestürzt, Mann? Geht sofort weiter. Rage MP muss man ganz kurz starten neu. Kann aber auch nur mir passieren, ne, dass Rage MP jetzt abstürzt. Warte mal, was habe ich jetzt eingeklickt eigentlich? Habe ich jetzt... Oh, ich habe den falschen Server angeklickt. Abbrechen. Abbrechen. Falscher Server. Ich habe auch gesehen... einen alten Server angeklickt. So, den hier wollte ich anklicken. So, nochmal. Ich habe außerdem den falschen Server angeklickt, ey. Na komm, lad schneller. Das ist jetzt eigentlich ein Kopfschmerzmoment. Okay. Komm schon. Oh, ich hasse GTA im Vollbildmodus. Darum will ich das gerne im rahmenlosen Fenstermodus spielen. Ach, komm schon. Wie konnte das jetzt passieren? So, wie fahren wir jetzt eigentlich? Wir haben jetzt 16.34 Uhr. Um 17 Uhr mache ich aber dann Schluss. Wenn ich dann dazu komme. Weil ich muss noch einkaufen gehen. Komm schon. Eben, wenn Sie ein Ticket haben wollen, da hinten bekommen Sie dann ein Ticket. Für den Rest, der kein Ticket haben will, also wir sind soweit fertig.
Das heißt, sie können ihre, ja, sie können machen, eigentlich jetzt wirklich machen, was sie wollen. Draußen stehen Taxis oder sie sagen, ich gehe zu Fuß in die Stadt, kann man aber nicht empfehlen, ist wirklich weit. Was für ein Ticket? Für eine, ich weiß nicht, Moment. Also ich glaube, irgendwas mit Festival. Für eine Pre-Opening zu einem Club. Heute oder was? Ja, heute Abend um 21 Uhr. Ja, Exklusiv-Tickets. Ich hatte gerade Kopfschmerzen, ich habe mich jetzt einfach mal beim VNet eingeloggt. Hat eigentlich alles funktioniert. Wunderbar, dann sind sie soweit auch schon fertig. Alles klar. Jo. Dann. Wunderbar, also falls ihr ein Ticket wollen, da gibt's Tickets, ansonsten davon ist der Ausgang. Alles klar, danke. Tickets wofür? Für die Party dann, ne? Pre-Opening, genau, Pre-Opening vom Galaxy heute Abend. Ah, okay, super. Dann danke ich Ihnen. Gar kein Problem. Muss man hier auch Führerschein machen eigentlich? Glaube ich. Geh erstmal raus und gucken wir erstmal ein Taxi. Hornhautverkrümmung, mein Haus getränkt. Wo sind Taxis? Mikrofon aktiviert. Mikrofon muted. Hier gelandet Taser. Ja, dreimal. Taxis? Wo? Ja. Ist ein Taxi? Ich habe auch gerade danach gesucht. Keine Ahnung, wo die sind. Na, fragen wir die Cops einfach. Wer ist denn das Taxifahrer da hinten? Na, frag die Cops einfach. Ich muss erstmal gucken, was wir essen. Da muss gucken, wie es runterkommt. Da muss. Seid ihr Taxifahrer? Ja. Nein. Okay. Weil, wisst ihr, wo ich jetzt ein Taxi bekomme? Viermal die 5. Viermal die 5. Taxiunternehmen auf jeden Fall. Alles klar. Ah, okay. Danke sehr. Gerne. Kollege, brüll mal hier nicht so rum. Hier sind auch andere, die reden wollen. Ich hab doch gar nicht gebrüllt. Hier mal die 5. Ich werde einfach in die Stadt, sollen wir jetzt zusammennehmen? Bitte? Ich werde jetzt einfach zurück zur Stadt fahren. Ja, wollte ich auch, wollte mir ein Hotel suchen. Was hat er gesagt? 4 mal die 5, oder? 4 mal die 5. So. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin hier beim Yellow Jack Inn, bei diesem VNet Event. Ich hätte gerne ein Taxi zurück in die Stadt. Ja, wo... warten Sie mal, wo stehen Sie? Weißt du, Auto? Ich sehe vor mir gerade die Cops. Ich sehe... Ja, geradeaus, einfach geradeaus. Ah, okay, kommen Sie mit. Ich habe hier noch einen zweiten Kunden. Ja, kein Thema. Hallo Schröder. Und herzlich willkommen, dankeschön fürs Folgen. Hallo. Dann gehen wir mal. Jawohl. Ich würde gerne nach der langen Reise irgendwo in ein Hotel absteigen, wenn es geht. Ich hab's geahnt. ja. Wie bitte? Wo stehen Sie denn? Ja, warten Sie mal, da kommt gleich noch mal ein Taxi hochgefahren. Wir sind gerade ständig am Hin- und Herfahren. Das dauert nur kurz, ja? Okay, tschüss. Schröder, hier ist nichts los. Hier ist nur ein bisschen GTA-AP los. In der Stadt oder wollte ich hier im Norden gucken? Naja, wenn schon in der Stadt, hätte ich gerne ein Hotel. Wartet mal, Integrity müsste was frei sein, das ist auch nicht so teuer. Okay. Ja, okay. Was können Sie denn über hier mir diese Stadt erzählen über Los Santos? Ich bin gerade erst heute eingereist. Ich kann erzählen, dass es mit Hotels und so weiter ein bisschen schwierig ist. Mit Zimmern allgemein, aber wir gucken jetzt mal im Integrity, ob was frei ist. Da dürfte eigentlich was frei sein. Okay. Nicht schon wieder alles vergeben ist.
Ansonsten nachts bitte aufpassen, wie es halt so in großen Städten manchmal ist, ne? Ja. Und am Stadtpark findet ihr eigentlich ziemlich schnell einen Anschluss. Das sind immer ziemlich viele Leute. Da gibt's okay. Auch, Moment, Telefon. Die Downtown Cab Leitstelle Gerdi Amabara. Was ist denn Fuchs? Die ist geladen. Ja, die rufen schon die ganze Zeit an, aber wenn alle von oben runter wollen, ich habe nur 3 Plätze. Also pass auf, Chris fährt den Bus, Rudi muss auch. Eigentlich hat das Auto 5 Plätze, aber Spiel, von der Spielmechanik kann man keine 5. Ich bin richtig angefressen. Kann man keine 4 Leute rein positionieren. Von der Spielmechanik klappt das nicht so ganz. Ja, Fuchs, mach's nicht kaputt. Der Stream Elements Boss hat's dir gerade gesagt, Schröder. Ja, in der Donnercap-Leitstelle ist eine. Ja, ich weiß, aber ich bin gerade unterwegs. Oh Gott. $30, $31. Was ist das für ein Tarif? Kann ich hier eins aufparken? Okay. Frag ihn mal, ruf ihn mal an und frag, ob das in Ordnung ist, dann mache ich das. Okay. Ja, könnte kritisch werden. Okay. Tschüss. Was ist das denn hier für Schiff? Wartet mal, der Tower ist oben. Sie wollten uns noch was erzählen. Anschluss finden, dann wurde sie unterbrochen. Ja, wahrscheinlich ruft gleich wieder jemand an. Hier am Stadtpark, wir sind hier gerade am Stadtpark, da können wir Anschluss finden. Scheiße hoch, Mensch. Moment mal. Ach, da ist die Auffahrt. Ja, Gott, diese Auffahrten. Aber ansonsten könnt ihr euch das Ganze gern selbst erkunden. Ja. Nur aufpassen nachts, das kann ich dazu sagen. Und Stadtpark ist so ein bisschen. Und das Triple M oben, wo wir gerade weggefahren sind. Ja. Da könnt ihr da auch gut Anschluss finden. Da ist auch immer was los. Was ist denn Schwarzwasser? So eine IT-Firma. Okay. Die mehrere IT-Elektrik-Sachen macht und früher haben sie mal Personen gemacht. Gibt es noch irgendwelche Orte, wenn Sie schon sagen, wir sollen nachts fernhalten, irgendwelche Orte, wo wir nicht hingehen sollen? Ja, nachts solltet ihr nicht unbedingt Mais machen, Mais verwerten, Maisverarbeitergedöns machen, weil es könnte sein, dass ihr überfallen werdet. Außer ihr habt Waffen dabei. Ah, okay, verstehe. Guck mal, im Integrity Tower, da ist zur Linken, wenn ihr reingeht, ist ein Aufzug. Da könnt ihr mal eben gucken und Wohnungen hochfahren, ob da noch was frei ist. Ich warte erstmal so lange. Okay. Links ist ein Aufzug. Ah. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Gucken wir mal. Oh, hier ist tatsächlich was frei, oder? Aufpreis, Mietpreis, Besag $100. Nice. Perfekt. Super. Erdgeschoss. Nice. Hier ist tatsächlich was frei. Okay. Ja, gut. Weiß das Obergeschoss. Junge Dame? Habt ihr was gefunden? Ja, ich hab was gefunden. Okay, ist da noch was frei? Ja, zweites Obergeschoss. Ja, okay. Bezahlung? Möchtet ihr Bar oder mit Karte zahlen? Mit Karte dann. Mit Karte? Warte, ich stelle euch eine. Oder wem soll ich die Rechnung ausstellen von euch? Ach, stellen Sie mir einfach eine Rechnung aus, ich übernehme das. Okay. Okay.
78, 38 kostet der Spaß. Machen Sie 90 einfach. Oh, danke schön. Mal kurz eintippen. So, einmal bitteschön. Jo. Dankeschön. Bitteschön. Geht nachher einfach runter auf den Stadtpark. Sorry, ich bin ein bisschen in Stress, sonst hätte ich mehr erzählt. Ja. Und guckt euch, das sind auch zwei Bars, Courant Bar und Crucial Fix, da könnt ihr Essen und Trinken kaufen. Perfekt. Dann wünsche ich Ihnen einen stressfreien Tag und einen schönen Feierabend. Ja, danke schön. Jo, ciao. Tschüss. Wie viel bekommst du? Ach nee, lass einfach. Okay, dann werde ich mich jetzt ins Hotel verziehen hier. Ja, ich auch. Das ist das zweite Stockwerk, musstest du mitkommen. Übernimmt er einfach meine Rechnung. Okay, dankeschön. Wie du siehst, noch ein paar freie Zimmer. Wie du siehst, noch freie Zimmer hier. Ja. Dann, gute Nacht und viel Spaß noch. Ja, danke dir. Tschüss. Lassen. Kann betreten, ne? Jawohl. Abgeschlossen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Darwin, nicht jeder hier auf dem Server ist schwul. Aber. Wow, aber nicht schlecht für ein Apartment. Wow, richtig cool. Also, nicht schlecht. Also, man muss sagen, Sektor V hat wirklich viel gemappt. Das ist Wahnsinn. Aber das ist eine richtig schicke hier. So eine Butze. So ein Hotelzimmer. Hier. Badezimmer. Nicht schlecht. Kann ich in den Kleiderschrank rein? Ich kann tatsächlich rein. Nice. Perfekt. Gut. Haben wir schon mal einen Ort zum Schlafen gesucht. Und die Whitelist hat jetzt nur, die Einreise hat jetzt nur 3 Stunden gedauert. Quasi. Um 14 Uhr haben wir angefangen. 14.45 Uhr hat die Whitelist begonnen. Ja. Damit sind wir auf dem Server. Damit sind wir auf Sektor 5 angekommen. Ich bin gespannt, was mich hier noch natürlich geht nichts, aber ich bin auch gespannt, was mich hier erwartet. Dann gucken wir jetzt mal ganz kurz, in dieses wunderschöne Handy. Dann werde ich offstream definitiv hier noch mir ein Profilbild machen. Warte mal, was? Der VNet-Benutzername mit dem Antrag Anna auf einer benanntagt, dabei wird er bei Passwort vergeben, welches dann man sich noch ändern sollte. Ja. Okay. Also ich habe jetzt mein Passwort vergeben. Kann ich das hier irgendwie größer machen? Nee, kann ich nicht, oder? Größer kann ich das nicht machen. Verschieben kann ich das auch nicht irgendwie, habe ich das Gefühl. Okay, Damien Taylor. Ein neuer Beitrag anzeigen. Life Invader. Ja, da bin ich gerade angekommen. Aber cool gemacht, ey. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Also, ich bin jetzt positiv überrascht hier. Ich werde definitiv noch mein Profilbild hier bearbeiten. Allgemeine Einstellung abmelden und. Was war hier die Cloud, ne? Wir wollen jetzt zum Los Santos Police Department. Wo ist es denn? Department of Justice. Wo ist das Los Santos Police Department? Hier? Nee, das ist was anderes. Life Invader. Oldtimer. Muss ich mal ganz kurz gucken. Stadtverwaltung, Informationen.
Richtige Rufnummern. 911. Ja, aber wo ist die? Wo ist das Los Santos Police Department? Department of Justice? Muss ich wahrscheinlich selber zum Police Department hingehen, ne? Ach du schon da. Anmeldungen merken. Mach ich das auch mal eben fix. Ich habe keinen Bock, mich permanent neu anzumelden. Wo habe ich das Foto jetzt? Ich habe das gerade vom Bildschirm abfotografiert. Mein, Muss ich wahrscheinlich erstmal mein Passwort ändern. Damien. Taylor. Fotos. Dings. Zack, zack, zack. So. Einstellungen. Passwort ändern. So. Ändern wir das Passwort mal. So. Hat das funktioniert? Abmelden. Probieren wir es mal. Ups. So. Aber ja, du, die Butze sieht richtig cool aus. Was? Warte mal, was? Oh, den Bindestrich habe ich vergessen. So. Ah, perfekt. Gut. Haben wir auch geändert. Wir haben uns bei VNet angemeldet. Wir haben uns da angemeldet. Das ist ja perfekt. VCloud ist dann klar. Da muss ich noch ein Bild hochladen. Was habe ich auf der Bank? $10,350 bin ich. Ja. Ne? Alle 15 Minuten $45 zu bekommen, nicht schlecht. Was haben die für Spiele? Oh, nee. Das ist schlimm. Keine Kontakte. Ein neues System. Kann ich löschen. Einstellungen. Nummer unterdrücken, aktivieren. Und die Ringtone. Ich muss dann alles hier mich zurechtfinden auf dem Server. Aber für den Anfang ist das gar nicht schlecht, was hier Sektor 5 alles gemacht hat. Kann man hier eigentlich Fernsehen gucken? Inventar öffnen. Ich habe immer noch meinen Boardingpass. Warum habe ich immer noch meinen Boardingpass? Der müsste doch eigentlich, soweit ich weiß, abgenommen werden, aber okay. Okay. Cool. Ein Schinken. Ja, es gibt Swaps, also Getränkeautomaten. Getränke, Essen, Trinken, das machen kann. Schinken-Sandwich. Oder Automaten, was ich hier habe. Ne, warte, wo ist das? Automaten, da. Sprung. Müsste ich mal trinken. Dann müsste sich naja meine Leiste da unten links wieder auf grün füllen. Yep. Perfekt. So, dann esse ich jetzt noch was. Bep, Inventar. Essen, trinken. Schinken, Sandwich. Aber komisch, dass wir den Boardingpass nicht abgenommen haben. Weil der wird doch immer verlangt. Ja, also du kannst dich in GTA-RP wirklich verlieren. Das kannst du wirklich machen. Das, aber davon musst du wirklich das Regelwerk wirklich wirklich gut können. Und jemand für mich, der schon ein Jahr RP-Erfahrung hat, ne, ja.
Der kennt viele Regeln auswendig. Von Server zu Server natürlich unterschiedlich, aber ja, cool. Dann werde ich offstream mir noch definitiv, oh, warte mal, 7, so. Dann werde ich mich definitiv offstream noch ein bisschen vergnügen oder nachher neu, muss ja noch einkaufen. Aha, muss ja noch einkaufen. So. Wenn wir erstmal GTA-RP. Gehen jetzt mal dann so langsam Richtung Ende entgegen. Na komm. Hat sich Welch MP jetzt aufgehängt? Ja, Welch MP hat sich aufgehangen. Pech. Gut. Jetzt einkaufen. Danach werde ich mich in meinen Stamm-Discord begeben. Und dann definitiv ein bisschen Pause machen und morgen den Tag erkunden. Dann werden wir mal gucken, wie wir ins Police Department kommen. Ne? Gut, dann bedanke ich mich für die Follows, für die Subscriptions definitiv. Passwort habe ich geändert, habe ich alles gemacht. Und ja, danke fürs Zuschauen. Dann wechseln wir kurz auf die Szene. Und der nächste Stream wahrscheinlich morgen. Ja, wahrscheinlich morgen. Am Sonntag. Ich bin in Los Santos angekommen. Was richtig, richtig nice ist. Aber ich habe den Boarding Pass komischerweise noch nicht abgegeben. Und ich habe nichts eingestellt. Schade. Egal. Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Haut rein. Viel Spaß. Und ciao, ciao. Bis dann.